Backspin. Moin, mein Name ist Nico Backspin und das ist der neue Backspin Stammtisch mit Kevin Backspin. Moin, warum, was ist denn neu am Stammtisch? Oder einfach nur die neue Folge? Neue Folge. Das ist dann die nächste neue Folge. Ja, wir hatten ja jetzt auch so ein kleines Päuschen. Hatten wir? Ja, also wir haben jetzt, glaube ich, 10, 11, 12 Tage oder so, weiß ich gar nicht, nichts hochgeladen bei Backspin Podcast. Oha, weil du ja im Urlaub, du warst im Urlaub, ne, zum ersten Mal in den 2000ern. Ja, das erste Mal seit 2 Jahren zumindest. Ja, wie war's? Geil, war richtig schön entspannend. Ich habe eine Woche lang in der Sonne gelegen und eigentlich gefühlt gar nichts gemacht. Und hast richtig mal Zeit gehabt, dir mal so mal Playlisten durchzuhören und Mucke, die du sonst, zu der sonst nicht kommst, um einfach mal richtig Deutschrap von A nach B und Z zu hören. Ich dachte so, geil, Urlaub eine Woche lang, endlich mal entspannt Deutschrap hören. Ja, das finde ich sehr, sehr gut, gefällt mir gut. Weißt du, da kann man so loslassen. Ja, wir haben letztes Mal in der letzten Folge, ich weiß nicht, ist die 2 Wochen her dann oder so? Ja, so um den Dreh. Ja, haben wir ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das erste Thema, was mir ganz, ganz wichtig ist, haben wir ja über Apache gesprochen. Ja, das hat die Gemüter etwas erhitzt. Ne? Finde ich großartig. Es war sehr interessant mitzukriegen, dass offensichtlich da sehr große Emotionen drin war. Ich habe ja aber Folgendes gemacht. Bekanntlich bin ich nicht so auf YouTube unterwegs und lese da nicht ganz so viele Kommentare. Das lasse ich mir dann zutragen, ja. Also, um das mal hier ganz kurz auch mal öffentlich zu sagen, nein, ich lese die nicht, aber was da geschrieben wird, das kriege ich schon irgendwann mit. Hast du die Kommentare unter dem Podcast gelesen? Nee, das meine ich halt. Ich kriege das ja schon mit, wenn Leute, also wenn da was steht, wo, also mir geht es ja immer um konstruktive Kritik. Und das ist der oder konstruktiven Austausch. Und das habe ich halt auf YouTube gemerkt, dass es da sehr, sehr schwierig ist, weil da so viel auch einfach nur gerantet wird. Das war hier genauso und so. Und das ist dann auch nicht so wichtig. Aber konstruktiver Austausch darüber, der ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und wenn es da wirklich was gibt, was inhaltlich spannend ist, dann landet das auch irgendwann bei mir. Wo das aber viel intensiver stattfindet, ist einfach schlichtweg Instagram. Sind sie dir in die DMs geslidet? Ja, ich habe ja Folgendes gemacht. Ich fange ja wieder an. Ich hatte Anfang des Jahres mein 1000-Fragen-Projekt gestartet. Grundlage davon, ich hole ein kleines bisschen aus, mache aber schnell, war ja eigentlich nur, dass ich finde, dass heutzutage auch auf Social Media viel zu viel immer mit einem Ausrufezeichen geredet wird. Also es wird immer nur gesagt und es wird nicht gefragt. Und ich finde, die Frage ist viel, viel spannender. Deswegen will ich Fragen stellen. Das werde ich versuchen, jetzt auch kontinuierlich, ja vielleicht sogar mal täglich zu machen, weil mich wirklich auch einfach mal interessiert, was die Leute über bestimmte Themen denken. Damit man auch nicht immer nur so in seinem eigenen kleinen Vakuum rumläuft. Und das war ein super Thema dafür. Denn ich bleibe immer noch ein bisschen bei der Position, oder war immer noch bei der Position, ich will dem ja nichts Böses. Ne? Und ich will dem ja auch nicht absprechen, dass der bestimmt erfolgreich werden wird. Platz 1 in den Charts oder und was das da war. Das vor allen Dingen in der zweiten Woche. Ne? Also erstmal auf die 2 gegangen und dann in der zweiten Woche die 1 geholt, was ja eigentlich auch ein bisschen untypisch ist, aber zeigt, die Leute haben gerade Bock auf ihn. Genau. Und ich sehe, und das habe ich ja damals auch schon gesagt, ich sehe und verstehe ja auch, was die Leute daran irgendwie so fühlen. Ich selber bin mir noch nicht so sicher, wo das langfristig hingehen soll. Und das ist ja eigentlich der Hauptpunkt gewesen. Und das habe ich halt gemacht und habe auf Instagram dann öffentlich mal die Frage gestellt. Und deshalb nochmal vielen, vielen Dank hier an all die Leute. Da waren richtig viele Antworten. Ich habe gemerkt, dass das Thema schon richtig viele Leute interessiert hat. Krass intensiver Austausch. Das ist vieles davon veröffentliche ich dann ja auch nicht, sondern das ist wirklich eher für mich. Und ab und zu schreibe ich nochmal persönlich eine Antwort dazu. Aber die Leute haben mir Apache aus ihrer Sicht einfach mal erklärt. Und? Ja, es war gut. Es war genau im Prinzip so ein bisschen der Tenor von der Innovation über das Besondere, über das fehlende Element wurde auch mal gesprochen, das Deutsche im Moment braucht, um sich ein kleines bisschen zu verändern. Mir ist es musikalisch an manchen Ecken ein Tick zu nah dran an vorhandenen Mustern. Deswegen fühlt sich es für mich vielleicht nicht ganz wie eine neue oder wie wirklich was Impulshaftes an. Das kann ich auch nachvollziehen. Das finde ich halt bei OG Kimo viel, viel krasser. Kimo, da kommen wir ja dann gleich wahrscheinlich noch zu, wenn wir die Singles abquatschen und so. Aber das nochmal als langes Feedback im Vorfeld. Ich fand das sehr, sehr gut. Ich werde das jetzt auch fleißig weitermachen, weil ich, guck mal, ich glaube, da gehört noch ein anderer Punkt dazu. Wir haben im Vorfeld auch so über andere Künstler gesprochen. Ich glaube, alleine bei der Masse. Mir ist das aufgefallen, ich habe mich mit der deutschen Playlist hier, unserem... Backspin, it's Friday. Genau, mit der habe ich mich, also die ganzen Rap-Playlists, mit der habe ich mich auch wieder ein bisschen beschäftigt und da ist mir auch einfach mal wieder bewusst geworden, innerhalb von 2 Wochen veröffentlichen halt gefühlt wirklich, würde ich sagen, 40 Namen, die alle eine gewisse Relevanz haben, irgendein Song, über den man diskutieren kann, mit dem man sich auseinandersetzen kann und da bleibt es ja halt gar nicht aus, dass davon vieles vielleicht auch für einen ganz persönlich ein bisschen belanglos ist oder an einem vorbeizieht oder einen nicht catcht oder so. Ne? Und dazu kommt ja noch eine Generation, nächste Generation, da draußen noch eine zweite und eine dritte und eine vierte Generation. Du kannst gar nicht Mucke für jeden machen. Nee, auch immer, wenn ich hier den Stammtisch vorbereite und
dann die Liste sehe mit den ganzen Veröffentlichungen, was alles rausgekommen ist, dann fällt es mir schon immer ein bisschen schwer, überhaupt zu streichen, über was wir hier reden wollen, weil du kannst im Grunde wirklich über jede der Singles reden, aber dann sind wir hier anderthalb Stunden nur damit beschäftigt, überhaupt über Singles und Alben zu quatschen, bevor wir dann zu den eigentlichen Themen kommen. Ja, und dazu kommt halt auch noch dieser Punkt, dass vieles davon schon sehr differenziert betrachtet werden muss. Und dafür reicht dir vielleicht auch manchmal die Zeit nicht, um es im Detail durchzugehen. Und schlichtweg der persönliche Geschmack. Ich weiß noch, wir haben hier so eine Recherche, kriegen wir immer aus der Redaktion. Dieses Mal waren Luis war glaube ich dran. Mhm. Ne? Ja, schönen Dank Luis, dass du hier fleißig gearbeitet hast. Da sind dann auch manchmal Songs überhaupt nicht drin, die mich, ich war in den USA, das ist auch immer so ein Faktor. Weißt du, wenn ich in den USA bin, dann triggert automatisch, keine Ahnung, Rob Caviar und so, dass dann bist du dann näher dran, dann fühlst du es auch mehr. Ich immer morgens joggen gewesen und habe nur Rob Caviar gehört und da sind halt Songs, die, ich bin da wieder drin gerade, ich habe da wieder Bock drauf. So. Und wenn ich dann, keine Ahnung, auch so Rin und seine Up and Smoke Single höre, dann ja, das, ich verstehe schon, dass das ganz cool ist, aber irgendwie klingt es. Das in den USA klingt das amerikanischer. Dann ist es halt Travis, ne? Aber, ja. Aber ich finde Up and Smoke schon, ist schon ein ekelhaftes Brett auch. Ja, genau. Damit ich habe letzten Freitag nochmal live gesehen. Ja. Auf dem irgendwas mit Rap Festival in Berlin war ich. Und das war schon eine gute Show. Ich habe ihn kurz davor, glaube ich, auch nochmal auf dem Dogville gesehen. Ja. Und ja, ich finde den schon gut einfach. Können wir im Prinzip auch gleich reingehen. Übergang in erste Rubrik. Releases. Fangen wir mit Singles an. Und ja, Up and Smoke, Rin, hast du jetzt schon drüber gesprochen, finde ich gut. Wo wir gerade den Vergleich hatten, Travis Rin, das Video ist ja auch so in der Optik von alten VHS-Aufnahmen und der Dude, der diese VHS-Aufnahmen für Travis macht, hat auch das Video gemacht für Rin. Okay, ja, krass. Also da sind schon bewusst auch Parallelen, ne? Also das sind, na klar sind das Vorbilder. Ja, definitiv. Und damit will man dann auch dem, oder will ich dem Song dann auch nicht die Qualität absprechen, ganz im Gegenteil. So. Mhm. Ich ertappe mich nur dann manchmal in Situationen dazu, dass ich dann mehr an der amerikanischen Playlist hängen bleibe, als an den deutschen Sachen. Das ist bei mir aber, also das merke ich bei mir bei Alben. Ja. Also wenn mir ein Album aus Amerika gefällt, oder sagen wir mal ein englischsprachiges Album, dann bleibt es bei mir häufig länger hängen als deutsche Rap-Alben, die ich auch nicht schlecht finde oder die ich auch gut finde. Aber irgendwie sind die bei mir langlebiger, weil ich da, ich weiß nicht, vielleicht kann ich mehr entdecken, vielleicht auch, weil man sowieso im Alltag so viel mit Deutschrap zu tun hat und da die Flut an neuen Releases, die man sich anhören muss und auf dem Schirm haben muss, vielleicht größer ist, ich weiß es nicht, aber so wie, was war es, das letzte Lost Boy von YBN Cordae ist bei mir länger hängen geblieben. Mhm. Und was ist denn noch so? Was ist denn noch ein Hit, der jetzt gerade aus den letzten zwei Wochen für dich besprechungswürdig ist oder einer, den du gerne magst? Aus Deutschland? Ja. Auf jeden Fall, was sehen wir als erstes? Nee, wir nehmen als erstes Summer Jam, Primetime. Oha, da bin ich jetzt überrascht. Warum? Ich habe sowieso einen kleinen Hang zu Summer Jam. Häufig passen mir ein paar Sachen nicht, die Formulierung von ihm. Irgendwie gerade klassische Problemfelder, Frauenbild etc. Aber Primetime, jetzt ein Song von ihm, der mal nicht so materialistisch und alles ist, sondern es dreht sich um die Probleme, die man als erfolgreicher Rapper heutzutage so hat. Man hat keine Zeit mehr für Freunde, keine Zeit mehr für Familie und weiß gar nicht mehr, wer sind überhaupt meine Freunde, weil man so wenig Zeit mit ihm verbringt und irgendwie nur noch mit Business-Kontakten abhängt. Und ist nicht da, wenn, keine Ahnung, manche Rapper sind nicht da, wenn ihre Kinder geboren werden, andere oder das Sprechen lernen, andere Rapper sind nicht da, wenn ihre Großeltern sterben. Was Letzteres erwähnt Summer Jam auf seinem Track. Und dass das halt auch alle Schattenseiten hat. Und das finde ich als Move schon stark von Summer Jam, weil es jetzt vielleicht nicht die Single ist, die am Streaming stärksten ist, weil definitiv, sie nicht so nach vorne geht. Ja. Und einerseits, klar, hat er auch schon ein paar Singles veröffentlicht von seinem Album und braucht jetzt vielleicht gar nicht mehr den krassen Banger, aber da vielleicht ist das auch einfach ein Zeichen, dass man sieht, okay, Summer Jam ist auch einfach schon verdammt lange dabei und eigentlich auch einer der großen und also der älteren deutschen Rapper. Ich meine, der hat ja schon damals mit Antigaranti, mit Echo, werden da auf die gemeinsame Zeit, glaube ich, später auch noch zu sprechen kommen. Der ist ja schon irre lange dabei einfach. Fast 20 Jahre. Und das merkt man dann vielleicht auch an solchen Moves. Genau. Ich glaube,
hier, lange gelabert jetzt. Nee, wunderbar. Hier, weil ich finde das ja auch gut, und wenn du das ausführst bis zu dem Punkt, wo du eben am Ende gekommen, zu dem du am Ende gekommen bist, denn dieses lange dabei sein führt dir dazu, dass in der Zeit, wo wir gerade sind, wo es um Vibes geht, Kurzweiligkeit, Blinks, also viel Shining, so dann so persönliche, ehrliche Worte zu schreiben, das ist ja das, was mich schon immer so mehr getriggert hat als die... Da höre ich gleich mit beiden Ohren zu. Genau. Und dann von ihm in der Situation, in der er ist, wo es im Prinzip die letzten anderthalb Jahre ja nur um Lifestyle und nur um cool und nur um die schon fast perfekte Verkörperung von amerikanischen Attitüden projiziert auf den deutschen Markt, also kaum einer hat das wie Summer Jam geschafft, das so glaubhaft rüberzubringen. Um dann aber irgendwann trotzdem auch mal zu zeigen, ich habe auch eine Seite, die ihr vielleicht nicht vergessen dürft oder die mir persönlich auch sehr wichtig ist, weil ich dann im Zweifel auch ein bisschen älter bin und auch über Dinge nachdenke, über die ich nicht nachgedacht habe oder die Kollegen nicht nachdenken, die 20 sind. Genau, weil sie einfach diese Probleme noch nicht haben, die mit der Zeit kommen. Zum Beispiel so jemand wie Max Herre, das ist ja dann noch wieder eine ganz andere Hausnummer. So. Und der ist nochmal gefühlt 10, 15 Jahre älter und der macht auch überhaupt keine Musik, die wahrscheinlich überhaupt also keine Streaming-Relevanz hat. Die junge Zielgruppe komplett vorbei. Das ist ein Album von 30 plus oder von 40 plus für 30 plus. Ja, ich würde mich vielleicht auch noch mit Ende 20, so mit der Ende 20 dazu zählen, weil es ist, glaube ich, einfach genau für die Generation gemacht. Ich meine, die neue Single, Das Wenigste heißt sie, wird mit Joy Denalani gefeatured, also seiner Frau. Und ist, glaube ich, einfach für die Generation, die damals auch schon Erste Liebe von den beiden mitbekommen haben. Also den Song Erste Liebe. Ich finde, ich durfte das Album ja schon hören. Alles, was du darauf hörst, alles, was man in den Singles schon gehört hat, das klingt halt eher wie ein Rilke-Band, wie eine Reklamheft-Sammlung, wie ein Weißwein in so einem Ohrensessel, ein bisschen schumpfig. Die Herre-Platte, die wird bei 18 Grad Celsius in so einem Glaskühlschrank wird sie gelagert, ne, damit sie am besten klingt. Klingt so ein bisschen wie so nach einer verlassenen Tankstelle in Mazedonien, wo man, oder tausche die Länder aus, ich weiß nicht, irgendwas hat er ja auf dem anderen Song, da Richtung Griechenland, so Richtung Athen. Also, genauso klingt das auch und damit ist ist ja auch klar, dass, keine Ahnung, wenn jetzt hier Leute das hier zuhören und die freuen sich über die neuen Singles von jungen, wilden Künstlern, dass der sie scheiß interessiert. Ja, das juckt ihn ja auch nicht. Nee, und das juckt ihn wiederum nicht. Auch, ja, der will ja gar nicht mit drin stattfinden. Und das ist so die schöne Parallelwelt dazu, dass es dann Mucke ist, die mir so ein bisschen das Herz ein bisschen erwärmt. So, wenn ich mir andersrum dann aber zum Beispiel Sido angucke, der Sidos Savage-Song, dieses High, vom neuen Album, glaube ich, sechste Single mittlerweile schon so. Wenn du dann in die Mitte dann Samra packst. Krass, ne? Krass. Wie der da, also ich bin ehrlich, ich glaube, wenn es dieses Samra-Feature nicht gegeben hätte, dann wäre der Track so an mir vorbeigezogen, obwohl das einer der für meine Begriffe besten Savage-Parts oder zumindest Feature-Parts seit längerem ist. Aber warum? Weil du von der Konstellation Sido Savage per se dann ein kleines bisschen vielleicht so zu viel, schon zu viel gesehen und damit weniger erwartet hättest. Würdest du das sagen? Vielleicht, weil es mich nicht so geschockt hätte. Ja. Also Samra ist ja ganz klar ein Highlight, der das nochmal aufwertet. Aber es ist damit auch, finde ich, ein sehr smartes Miteinanderspiel, weil also von Sido sehr smart gesehen, die auf einen Track zu packen, der liefert geil ab. Das ist eine sehr gute Augenhöhe, auf der das Ganze passiert. Was sowieso heftig ist, finde ich, bei Samra, ist, also mit was für Leuten der jetzt schon seine Feature-Liste voll hat, ne? Also seine Diskografie. Der hat jetzt Sido, Savage, Azad, ich weiß gar nicht, wen habe ich vergessen, der hat noch mit anderen Großen schon kollaboriert, die Bushido natürlich, die aus einer ganz anderen Zeit stammen als er, aber das auch, was auch wiederum zeigt, dass er definitiv als ein junger Rapper gerade sehr akzeptiert zu sein scheint und gefeiert zu sein scheint. Und das ist auch der Samra jetzt auf der Sido-Single, der mir persönlich sehr gut gefällt, wie es am Anfang auch war, als er noch bei Bushido released hat. Und dann Rohdiamant rauskam, dieser alte MPC-Sound, der stand ihm extrem gut. Der hatte diesen Hunger von einem jungen Bushido, so King of Kings-Zeiten und sowas, was mir auch sehr gut reinging. Und dann ging es ja los, dass er gemeinsam mit Kapi veröffentlicht hat. Das ist musikalisch nicht mehr so meins, weil sehr viele Parallelen und die beiden finden so jeweils in ihrer Komfortzone statt. Also sie kommen sich beide so ein bisschen entgegen, wodurch das für mich so ein bisschen verwässert alles.
Und hier kann er einfach geradeaus rausrappen und steht halt Sido und Savage schon nichts nach. So, und das finde ich sehr gut. Ich will mal einen Song mit ins Boot werfen, der zuerst gar nicht in unseren Übersichten war, weil wir hier einen sehr guten Song von Sido hatten. Der auch schon ein bisschen Banger-Charakter hat, für mich aber ein richtiger Banger in diesen Wochen war das A$AP Rocky-Ding. Babushka Boy. Habe ich mir gerade erst reingezogen. Hast du das Video gesehen? Nee, ich habe nur den Song gehört. Ich habe das Video nicht gesehen. Das Video rein. Es ist, ich weiß gar nicht, oh Gott, wo soll ich anfangen? Es, in dem Video sind so, also er ist so richtig creepy, A$AP Rocky ist richtig creepy, sieht er aus, hat ganze dieses Kopftuch und die sehen alle so ein bisschen aus wie Puppen. Kennst du noch damals das Cover von der Mad? Also diesem Comic? Ja. Und das sind noch mit diesen komischen aufgeplusterten Wangen, die auch so ein bisschen eitrig immer sind. Und so sehen die da alle aus. Aber nicht wie eine Comicfigur, sondern halt in Real Life. Und A$AP mit seinen Babushkas jagt Polizisten, die aber wie Schweine aussehen, aber so richtig krank wie Schweine. Und die werden halt wie die typischen Bullenschweine, sage ich jetzt mal, in den Staaten dargestellt. Immer am Donuts und am Burger fressen und so weiter. Und sind halt Schweine, die in Polizistenuniform durch die Gegend laufen. Und diese werden später zu Schweinefleisch verarbeitet. Und dann in so einem kleinen Babushka-Shop wird dann die Wurst verkauft. Und am Ende sieht man dann, wie ein Bullenschwein, also ich sage jetzt immer bewusst Bullenschwein, weil es wirklich Schweine sind mit einer Polizeiuniform an, wie sie dann halt das fertig produzierte Bullenschweinefleisch in ihrem Fastfood wiederum verspeisen. Und diese Schweinemasken und generell diese Masken sehen so heftig aus. Ey, ich musste richtig grinsen die ganze Zeit. Aber das ist ja eher etwas, was bei A$AP Rocky krass ist, dass dieses Visuelle immer, du schmunzelst die ganze Zeit nicht rein, guckst du gerade das Video auf. Ich gucke gerade mir die Bilder vom Video, das ist sehr, sehr, sehr geil gemacht. Ja. Das ist, ey, das finde ich sehr, sehr gut. Und ja, da ist da den Burger. Genau, und das hat mir echt viel Spaß gemacht, vor allem, weil er visuell ja eh immer schon also ein krasser Typ war, finde ich, A$AP Rocky, aber mit diesem Humor. Das gefällt mir richtig gut. Und ich habe überlegt, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass er so viel Zeit mit Tyler, the Creator, in letzter Zeit verbracht hat und dass die beiden halt richtig gute Freunde geworden sind. Und, ja, die Bildsprache spricht so ein bisschen aus der Richtung. Ne? So, weißt du, wann, ich weiß das gar nicht genau, weißt du, wann der Song entstanden ist und so? Also ist der keine Ahnung, der kam Ende August raus. Das Video, weiß ich gar nicht, wann das rauskam. 28. August, auch zeitgleich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit dieser ganzen Polizei und so eine kleine Anspielung auf Schweden sein soll. Muss irgendwie sein, aber ich finde keine Schwedenflagge hier auf die Schnelle im Video. Nee, das habe ich auch nicht, aber einfach. Ach doch, er hat blau-gelbe Blumen hat er in der Hand. Vielleicht ist es das. Aber das finde ich sehr geil. Und ich finde, das Ding ist einfach ein scheiß Brett. Also, richtig geile Nummer, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja. Ist einer von den Songs, die ich bei meinem Jogging-Ausflügen in Philadelphia immer morgens gehört habe, auch immer auf Repeat. Der andere war Pusha T. Vor allen Dingen, weil ich halt Mit Lauryn Hill genau, rausgebracht, ne? Genau, weil ich einfach Lauryn Hill im Feature gelesen habe. Mhm. Jetzt, wer nicht weiß, wer Lauryn Hill ist, soll sich gehackt legen. Oder schnell googeln bitte, weil einfach Queen. So. Und ja, das ist so für mich so, Lauryn Hill auf dem Song, okay. Hey, einfach nur mal wieder Fugees hören, so. Einfach hören, einfach Dankeschön sagen und sich darüber freuen, dass sie noch nicht ganz durchgeknallt ist. Und danach mit Erykah Badu anfangen und sich dann sagen, okay, die ist vielleicht ein bisschen durchgeknallt. Okay, die ist ein Tick drüber, genau. Obwohl Lauryn Hill auf jeden Fall auch durchgeknallt ist. Aber sie hat einfach auch da einen guten Song gemacht. Die hat mir persönlich sehr viel Freude bereitet. Fand ich geil. Ja, Pusha T habe ich ja immer so das Problem mit, weiß nicht, seine eigenen Tracks holen mich meist nicht so komplett ab, aber dafür immer unfassbare Feature-Parts. Wir haben ja am Anfang schon über ihn gesprochen, deswegen würde ich ihn auch hier einfach nochmal ganz kurz erwähnen wollen, denn und das ist vielleicht auch so eine Mischung aus, wir müssen auch über Alben reden, aber schon eine Mischung aus Releases und dann auch News. OJ Kimo mit seiner 216 Single. Mhm. Ein bisschen anders. Anders wie er und Funkvater ja immer irgendwie ein bisschen klingen. Bisschen komplexer, fordernder. Ja, genau. Vielleicht auch überladen. Also man wird ja häufig so auch sehr überrumpelt von den beiden, finde ich. Aber so, dass man dennoch gut zuhören kann. Was ja auch erforderlich ist bei diesem Track. Ist schon, ja, genau. Genau. Ist schon irgendwie. Der Typ ist spannend. Ja. Weil vielleicht ist es auch einfach die Ebene, dass ich. Wie soll ich das beschreiben? Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich weiß auf jeden Fall noch, wir haben vor.
vor einiger Zeit schon mal über ihn gesprochen, wir beide. Ja. Und da wolltest du ihm noch nicht so, also du hast natürlich gesagt, dass du ihn gut findest, aber du hast ihn noch nicht so eingeräumt, vielleicht Deutschraps Zukunft zu sein oder so. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, weil du noch nicht wusstest, okay, was will er mir aber irgendwann mal erzählen, außer dass er durch Mannheim rennt und schon mit, weißt du, und Kassen ausgeräumt hat und halt an der Ecke abhängt. Aber scheinbar hat er ja doch ein bisschen zu erzählen. Ja. Vorher ja auch immer mal wieder ein bisschen durchkam, wenn so irgendwie Depression oder schwere Jugend oder sowas angesprochen wurde, aber nie wirklich konkret. Aber jetzt bei der ersten Platte, beim ersten Album, scheint der junge Herr aus Mannheim ein bisschen tiefer in die Themenkiste zu greifen. Ja, definitiv. Also ich glaube, sehr, sehr spannend, sehr, sehr, sehr tief, auch was Haltung und Meinung angeht und so. Ich bin mal gespannt, wo sich das hinentwickeln wird, aber diese Single ist schon, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Ja, falls ihr die noch gar nicht gehört habt, es geht... ja, genau, Entschuldigung. Es geht um seine Erfahrungen mit Rassismus. Es geht in erster Linie auch um Polizeigewalt gegenüber schwarzen Menschen. Es geht um... Er frontet auch schwarze Menschen wie zum Beispiel Daniel Aminati, das, was er auch schon häufiger gemacht hat, auch mal in einem Diffuse-Interview und ich glaube auf Twitter hier und da, weil er seine Haare glättet und demnach für Kimo so ein bisschen seine Kultur leugnet vielleicht in gewissem Sinne. Und das ist schon das Video, das hinterlässt alles schon einen krassen Nachgeschmack. Es geht natürlich um die Kolonialzeit, um Versklavung und so weiter. Und ja, guckt euch das bitte an und beschäftigt euch da ein bisschen mit. Musikalisch keine Parallelen zu Kendrick, aber bei ihm war es ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit großes Thema bei der To Pimp a Butterfly-Zeit. Und in Deutschland haben sich auch schon ein paar Leute damit beschäftigt, natürlich Megalo und BSMG. Aber das, finde ich, klingt nochmal einfach ein Ticken moderner. Oder anders. So wie man es nicht kannte. Ich suche ja immer noch nach Deutschraps Kendrick Lamar. Und wäre Kimo ein Kandidat? Ja, mittlerweile würde ich sagen, ja. Ich bin da noch recht vorsichtig immer, weil das halt schon eine sehr hohe Hürde ist. Und dazu gehört dann auch irgendwie, also du musst Masse ansprechen. Und ich weiß noch nicht ganz genau, ob er das hinkriegt. Aber es wäre... sehr erfrischend, wenn er es schaffen würde, dahingehend durchzustoßen. Weißt du, wo Vakuum entstanden ist in meinen in den letzten Jahren? So die Klickzahlen zum Beispiel auf dem Video zeigen aber auch, dass es eher bestimmt noch viel mehr Kritikerliebling ist als Massenliebling gerade. Ja. Und der zweite Punkt ist, ich habe nebenbei mal ein bisschen gescrollt, mir ist auch so aufgefallen, so wirklich viel so Interview? Nee, gibt er nicht, ne? Aber ich glaube, wird in letzter Zeit ein bisschen mehr. Er war auf jeden Fall so zu Beginn, als so die ersten EPs und so weiter kamen, ein bisschen verschlossener, sag ich mal. So, ich sehe hier gerade noch was bei TV Straßenzaun von vor 5 Monaten, aber hat auch nur 10.000 Klicks. Spannend, müssen wir machen. So, schöne Grüße, wenn du das hier hörst, lass uns mal reden. Ja, Album Geist kommt Ende November. Genau, vielleicht gibt es ein, es gibt ja, muss man ja auch mal sagen, kann man jetzt mal hier mal ein bisschen einmal Insight rausholen. Ich finde, es hat sich vor allen Dingen in der letzten Generation, würde ich es mal so nennen, hat sich herauskristallisiert, dass viele Künstler sich in dem klassischen Modell, sagen wir so, wie Flair sich hinsetzen und 2 Stunden mit mir über Deutschrap reden, das ist ein Modell, das sich vielleicht da nicht so leicht wiederholen lässt. So aufgrund einfach der Persönlichkeit der Künstler, was sie ausdrücken wollen, wie viel sie reden wollen, worüber und so weiter und so fort. Aber es gibt Wege, wie man gemeinsam Geschichten erzählen kann, dass sie auf einem Niveau entstehen, dass sich alle Seiten gut fühlen und trotzdem man sehr, sehr guten Content für die Leute machen kann. Und das sehe ich hier, wenn ich mir das alles angucke, so man kann Geschichte erzählen. So, ja, man auch erzählen. Es gibt ja auch echt einfach viele Rapper, die keine Interviews mehr geben, aus welchen Gründen auch immer. Habe ich jetzt aber nochmal festgestellt, bei dem Podcast vor der Mio von Sayo Humsi und Spotify, wo viele Rapper aus dieser Modus Mio-Bubble, nenne ich es jetzt einfach mal, Interviews geben. Aus welchen Gründen auch immer. Spotify-Grüße. Ja, genau, habe ich mir noch nicht angehört übrigens. Würde ich eine Empfehlung aussprechen, tatsächlich, weil man halt so wenig von den Leuten mitbekommt, aber gerade jemand wie Luciano, über den wir auch gleich sprechen können, da echt
tief blicken lässt, was ich gar nicht so erwartet habe. Und auf einmal, dadurch, dass ich endlich mal ein Interview mit ihm gehört habe, kann ich viel mehr zu seiner Musik irgendwie relaten und habe da, es fällt mir deutlich leichter, ihm jetzt zuzuhören und ein bisschen was einzuordnen. Und er selbst, und dann merkt man auch so, dass er sogar mehr in seiner Musik erzählt, als man erst denkt, weil ja, da doch mehr Details drinstecken. Das ist auch einfach ein schlichtweg ein Problem, dass Künstler, aus welchen Gründen noch immer, hast du ja selber gesagt, das nicht wollen, geht ihnen so eine Ebene der, also Profilebene einfach so ein kleines bisschen Bindung, verloren. Ne? Ja, die man irgendwie wieder aufbauen müsste, in meinen Augen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Künstler wieder mehr Interviews geben. Am liebsten natürlich bei Backspin, ist mir aber im Endeffekt auch nicht so wichtig, solange sie Interviews überhaupt geben. So, weil ich glaube, viele Künstler vergessen einfach, dass das doch einen positiven Effekt hat und nicht nur Nerverei ist, weil man dann auf einmal unangenehme Fragen gestellt bekommen könnte. Ja, ich finde aber auch, dass da sich über die Zeit auch bei bestimmten Künstlern erst das Profil entwickelt, dass es dann spannend macht, überhaupt Interviews zu führen und Fragen zu stellen. Mhm. Und da sind jetzt so ein paar dabei. Luciano selber hast du auch mit hier eben schon angetriggert, als Album, ne? Das Ding ist jetzt Ende August gekommen, letzte Woche. Am 30. Ja. Platz 4 in den Charts, glaube ich. Das ist sein drittes Album, das dritte, was auf 4 eingestiegen ist. Ah, krass. Sollte man gar nicht meinen, ne? Weil er so einen riesen Hype hat. Ja, was denkst du von ihm? Ich finde, der Typ hat eine krasse Energie, die man auf jeden Track hört. Also so ein, ich weiß nicht, ob das so ein heftiger Geltungsdrang ist, auf jeden Fall hat er wirklich Power und ist jetzt auch schon länger dabei, als man vielleicht denkt, weil irgendwie kommt ein der immer noch so neu vor, aber der ist auch schon so 2016, 2017 war er auch schon am Start und hat, und da war er auch schon auf den Hip-Hop-Seiten, auf den Rap.de und Backspin.de News immer auf der Startseite mit seinen neuen Releases. Hat für mich auch sehr viele Alleinstellungsmerkmale, weil er sehr viel über Melodie kommt und sehr viel Dynamik auf seinen Tracks hat. Und diese Power reißt mich eigentlich jedes Mal mit. Egal welcher Track von ihm, ich finde das beeindruckend. Jetzt kommt aber das Problem, dass er gefühlt auf jedem Song das Gleiche erzählt. Er hat zwei, drei Songs, die ein bisschen tiefer blicken lassen auf dem Album, wie zum Beispiel das Outro. Aber ansonsten bleibt er leider inhaltlich nicht viel hängen. Hab das Album gestern auch nochmal gehört und dann kam er aber in den Kopf, dass der Typ ja auch erst 25 ist, glaube ich, oder 24. Und dann habe ich so überlegt, haben denn andere Rapper, denen man mehr Inhalt zuspricht oder eine größere Teamvielfalt, haben die in dem Alter denn eigentlich mehr erzählt? Und dann habe ich einfach mal so aus Jux geguckt, wann Die Welt hört mich von Casper rauskam. Und da war Casper, glaube ich, 24. Und da waren auch so Songs drauf wie Klatschtüte oder Zauber pur und so, wo er nur über Eis und Quatsch erzählt hat, weißt du? Mhm. Und das ist jetzt auch nicht so, dass Rapper wie er oder Materia in den Jahren auch schon nur über die großen Themen des Lebens gerappt haben und jeder Track hatte irgendwie einen doppelten Boden oder sowas. Die haben auch einfach represented und so weiter. Das wird den Künstlern vielleicht heutzutage ein bisschen mehr zur Last gelegt, weil viel mehr Aufmerksamkeit da ist, weil viel mehr Erfolg da ist und halt kein exklusives Mixtape auf MySpace ist. Aber klar, also ich wünsche mir auch mehr Inhalt. Ich glaube aber genau, das ist die nächste Stufe bei einem Luciano. Denn hundertprozentig hat der viel Geschichte zu erzählen, wenn man von welcher Startposition er auch immer kommt. Sei es, dass er der krasse böse Junge war, dass er der Typ war, der neben den krassen bösen Jungs stand, dass er seine Brüder das sind, seine Cousins, seine Familie, was auch immer. Es gibt ja tausend kleine Konstellationen, woraus das entstehen kann, dass du irgendwie aus diesem Moloch, Ghetto, Unterwelt, was auch immer herauskommst und darauf so basierend dann deine Attitüde aufbaust und die Musik, die du machst. Dann ist die erste Stufe natürlich immer das Achievement, das Erreichen von Zielen, von Bling, von Erfolg. Das Level hat er erreicht. Und dann kommt die nächste Stufe, die entscheiden wird. Also ich, selbst von einem Capital Bra bin ich mir ziemlich sicher, dass ich finde, es klingt ab und was ich an Singles gerade wahrnehme, habe ich das Gefühl, klingt es ein bisschen wie, dass er selber
nicht die 20. Single machen will, die genauso klingt, sondern mit 15 ist er zufrieden und jetzt selber merkt, okay, ich habe einfach Bock, was anderes zu machen. Ja. Und ich glaube, das wird hier auch entstehen. Wenn du dann das Album dir anhörst, ich habe es einmal nur durchlaufen lassen, merke ich aber, bam, 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 bam. Ja, du kriegst permanent um die Ohren. Ja, das ist gut, das ist gut. Meine Lieblings-App ist übrigens Bo-Bo-Bo-Bo. Ja. Muss ich eigentlich jedes Mal lachen, wenn sie kommt. Da steckt alles drin und ich will auch nicht immer den Fehler machen. Also ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Man darf auch aus Kritikersicht oder von der Ebene, auf der wir uns so unterhalten, nicht irgendwie so darüber die ganze Zeit erheben, was die mir erzählen, wenn sie erfolgreich sind. Man muss irgendwie versuchen, den Mittelweg daraus zu finden. Das darf man eh nicht vergessen. Es hat gerade bei uns beiden hier, glaube ich, weniger mit einem Zeigefinger zu tun, als dass es wirklich um unseren subjektiven Musikgeschmack dann gerade geht. So. Ja, das ist voll und ganz und so. Ich bin und keine Ahnung, wenn die Hausaufgabe, die du heute von mir mitkriegen wirst auf dem Weg, das ist der Ursprung von all dem, weitestgehend eigentlich. Und ich habe es mir vorhin nochmal angehört und ich feiere es nach wie vor. Erfahrt nachher, worum es geht. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Aber das ist halt ein sehr, sehr wichtiges Ding. So. Mhm. Und es ist auch die A$AP Rocky-Nummer, selbst wenn das Video eine Botschaft hat und selbst wenn lyrisch in dem Song irgendwo ein Inhalt drinsteckt, der vielleicht eine gewisse Tiefe hat, das Ding ist trotzdem einfach erstmal nur ein Brett. Ja. Und Luciano ist auch einfach, macht einfach nur erstmal Bretter. Obwohl ich ganz genau weiß, dass ich glaube, es gab nicht irgendwo so ein Beispiel, wo jemand nachgezählt hat und der, glaube ich, teilweise sogar Lines 4 oder 5 Mal auf dem Album benutzt hat. Ich habe irgendwie sowas gelesen. Ich glaube, du meinst, ich weiß gar nicht, ob der bei Luciano, weiß ich gar nicht, aber Rin hat jetzt häufiger schon mal die Zeile, was bringt mir meine Rolli, wenn ich keine Zeit habe, benutzt. Ja, aber ich glaube, bei Luciano gab es auch irgendwelche Sachen. Aber fuck it, Alter, feiert die Mucke. Das finde ich aber manchmal auch wiederum ganz geil, wenn die so ihre Catchphrases entwickeln. Ja, und das am Ende des Tages gute Mucke und so schön. Ich freue mich dann, und das ist meine Steilvorlage, über Alben. Ich mag das ja auch in Teilen hören. Ganzes Album ist mir ein bisschen too much dann so. Mhm. Aber ich freue mich dann auf der anderen Seite in dieser herrlichen, großen Rap-Welt, der wir gerade uns bewegen, das Paralleluniversum auf so klitzekleinen. Nennen wir es, kennst du diese Wagen früher, die so auf Schienen gefahren sind, die da so mit wie heißen die Dinger? Da macht man doch so jetzt Familienausflüge drauf. Dann sitzt man da so und muss man so pumpen und dann fährt man auf so stillgelegten Gleisen durch die Gegend. Habe ich natürlich auch schon mal gemacht, als Kind des Dorfes aus der flachen Welt aus Niedersachsen. Ja, so kleine Eisenbahnwagen, so auf so einem pumpen sich hier so Slowie und 12 Winds, die ihr wahrscheinlich, viele davon euch da draußen wahrscheinlich gar nicht kennen und gar nicht mitschneiden. Ich wollte gerade übrigens nicht die runde Erde leugnen. Flache Welt bezieht sich darauf, dass bei uns Dorf keine Hügel und so weiter gibt. Das ist schlimm, wenn man das jetzt schon dazu schreiben muss. Haben wir Déjà-vu ein Album gerade rausgebracht? Von Exen distanziere ich mich aber nicht. Jetzt bleib bei meinem Thema. Sorry. Hier. Mach mir nicht das Thema kaputt. Guck mal, jetzt, ich will hier gerade eine Lobeshymne auf dieses Album in ihrer Parallelversion. Du redest über Exen und flache Erde hier. Passt überhaupt nicht dazu. Die machen einfach ein schönes Album. So, ja. Das Vorkommen, da brauchen wir nicht über Playlisten, nicht über Zeitgeist, nicht über irgendwas reden. Da müssen wir über Vinyl reden, da müssen wir über Graffiti reden, da müssen wir über sehr klassischen Boom-Bam-Sound reden, aber unheimlich reflektierte Lyrics, wo natürlich auch ab und zu der Fake-MC geflext wird, was auch noch zum guten Ton gehört. Mhm. Aber trotzdem ist es auch einfach Spaß macht zuzuhören, weil du das Gefühl hast, da sind Jungs, die einfach mit einer gewissen Intelligenz und auch mit einer gewissen Diversität versuchen, an Themen heranzugehen. Safe. Und deswegen auch auf dem Cover unserer Playlist gewesen. Ja, definitiv. Und auch für mich so ein bisschen Album der Woche, einfach nur um zu zeigen. Und das ist mir schon wichtig zu sagen, selbst wenn ich mich mit wem ich mich auch immer interviewtechnisch unterhalte. Und damit will ich aber dann, das ist das eine Statement, aber andersherum auch musikalisch, das ist sehr breit. Ich mag A$AP Rocky und ich mag auch den Rin-Song oder irgendein von Luciano oder so. Und trotzdem trifft mich genauso so ein Slovian 12-Inch Album ins Herz. Und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass sie es gemacht haben, wie sie es gemacht haben, will es deswegen unbedingt hören. Und trotzdem mache ich als nächstes mir das Post Malone-Album an und mein Popschwein wird, also sagen wir schon, wenn es nach dir geht, also ich kann es unterschreiben, schon bis ans Äußerste gereizt. Ich halte dein Plädoyer. Ja, ich muss ein bisschen Kontext reinbringen, glaube ich. Also ich bin riesiger Post Malone-Fan. Ich liebe diesen Bengel einfach. So eine Süßmaus. Es gibt, ich glaube, ich habe sie schon mal erwähnt, aber es gibt von Noisy eine kleine Doku über Post Malone, die beschreibt, wie er überhaupt über Nacht zum Star geworden ist.
Und, die habe ich mir noch nicht mal angeguckt, glaube ich. Habe ich dir mal geschickt, ne? Ja, genau, bin ich noch dazu gekommen. Ja, dann reiße ich dir das kurz den Inhalt einfach runter. Einer seiner besten Freunde ist in Silicon Valley, hat da angefangen auf Twitch und so weiter zu streamen, weil er einer der ersten war, der Let's Plays und so weiter gemacht hat und ist damit ziemlich erfolgreich geworden. Und Posty in der Schule irgendwie ein bisschen Außenseiter gewesen, hat Musik gemacht, hat nie jemanden gejuckt, wurde immer eher belächelt, hat ihn quasi angefleht, ey, nimm mich bitte mit in dein Haus da, lass mich mit dich und deinen Kumpels da leben, ich werde sie irgendwie zurückzahlen, ich habe gerade kein Geld, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Dann fing Post Malone damit an, Guitar Hero 2 zu streamen und wurde damit sehr erfolgreich und ist über Guitar Hero 2 zum echten Gitarrespielen gekommen und hat dann angefangen, Mucke zu produzieren und dann irgendwann kam White Iverson raus oder war es Too Young, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und das, also aus Soundcloud und dann wirklich über Nacht, Mac Miller hat es getweetet, andere Rapper haben es getweetet und er wurde einfach über Nacht zum Superstar, also eine krasse Geschichte eigentlich. Und dann kam das erste Album, Stoney, dann kam Beer Bongs und Bentley, die Geschichte kennt ihr alle. Und jetzt ist das neue Album draußen, Hollywood's Bleeding. Und als dann die erste Single geteased wurde, Circles, da dachte ich so, ich habe direkt an NDR 2 gedacht, das ist ein Radiosender hier bei uns im Norden, den kennen glaube ich viele Leute auch. Das ist so ein Sender, den hören meine Eltern sehr viel, den haben wir zu Hause immer gehört, der ist immer noch eingestellt. Und da passt er perfekt hin. Das ist aber nicht unbedingt da, wo ich Post Malone sehen möchte. Also klar höre ich immer noch lieber Post Malone im Radio als Lemon Tree, aber ich will ihn nicht so klingen haben. Und mich beschleicht das Gefühl, dass, ich meine, der war das ganze letzte Jahr auf Tournee, der war auf Welttournee, der war fast nur unterwegs. Wann soll er diese Platte gemacht haben? Und mich beschleicht halt so ein bisschen das Gefühl, dass da gemolken wird. So, dass jetzt nochmal, okay, du hattest Rockstar, du hattest Sunflower, so, jetzt holen wir nochmal das allerletzte Prozentchen raus, so, dass du nicht vor 20.000 Leuten spielst, sondern vor 50.000 Leuten oder was weiß ich. Und das tut mir ein bisschen weh, weil das Album doch sehr arg poppig ist und ich muss auch gestehen, dass es mir jetzt nochmal deutlich besser reingeht. Ich habe es so 4-5 Mal gehört, vielleicht ein bisschen häufiger und es ist immer noch ein okayes Album, ein gutes Album, aber es ist nicht das riesige Album, was ich mir von ihm gewünscht habe. Das kommt aber dann hoffentlich irgendwie in ein paar Jahren, wenn er es überlebt, weil ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um ihn. Jetzt sieht er wieder besser und besser gelaunt aus in Interviews. Da gab es aber mal eine Zeit lang, da war es überhaupt nicht so. Ich meine, ein guter Freund von ihm, Mac Miller, ist vor genau einem Jahr gestorben. Die beiden wollten sogar zusammen eine Platte machen. Dann gab es die Geschichte, dass er in einem ziemlich heftigen Autounfall verwickelt war, wo ihm Gott sei Dank nichts passiert ist und sein Flugzeug musste notlanden. Das ist alles innerhalb vom letzten Jahr passiert, wo man sich so denkt, oha, und dann mit 24 Multimillionär, so hast eigentlich keine Probleme in deinem Leben, sollte man meinen. Aber ja, hoffentlich macht er das. Hoffentlich packt er die 27. Wenn er die packt, dann ist hoffentlich alles gut. Und dann kommt auch wieder andere Musik raus, wenn sie das dann erstmal hinter sich hat. Lang war das jetzt. Ja, das war wunderbar. Plädoyer muss Plädoyer sein. Ich schließe mich da nur an. Ich habe mich selber dabei ertappt. Also es gibt auch jetzt seit ein paar Tagen ein gutes Zane Lowe Interview bei Beats Bonn, also Apple Music mit ihm, also auf YouTube. Was sich auch um all diese Themen ein wenig dreht. Weißt du, ich habe schon vor. Also, ich muss überlegen, wie ich das ansetze. Guck mal, ich hab eigentlich immer wieder mal Post Malone für mich mitgenommen, habe aber gar nicht so früh, so intensiv es mitbekommen, wie man es hätte mitbekommen können, wahrscheinlich. Weil ich ihn. Ich zitiere an dieser Stelle immer liebend gerne Hasan Minhaj, der irgendwann in seinem Patriot Act gesagt hat, in so einer Folge über Streaming, glaube ich, oder Hip-Hop oder sowas, hey, looks like he's dating your drugs dealer's mom. Mhm. Und es bringt das ganz gut auf den Punkt. Das ist das, was mich auch am Anfang, glaube ich, von ihm hat abschrecken lassen, wo ich gar nicht so drin war, bis ich mir dann einfach mal die Songs alle angehört habe, dann noch wieder registriert habe, okay, das sind einfach krass geile Hits. Und mich hat es vor allen Dingen, dieses Jahr war das so ein bisschen bei allen möglichen Sachen dann irgendwann so gecatcht, dass ich teilweise nur noch die Post Malone Playlist beim Streamingdienst mir angehört habe, weil einfach, und das muss man sich mal vor Augen führen, der Typ in 3 Jahren, 2 Jahren,
zwei Jahren vielleicht sogar noch. Ich glaube, 2016 ging es los. Ja, dann sind es drei Jahre, einfach mal in so einer Playlist 25 Hits hat. Also er ist ja auch jemand, der viele Tracks auf seinen Alben hat. Ne? Also jetzt Hollywood's Bleeding hat 17 Tracks. Ich glaube, Stoney kam mit Bonustracks über 20. Beerbongs und Bentleys hat er auch irgendwie um die 18 oder ja, so. Ja, aber in der Regel ist das mal, da können wir glaube ich alle anderen Ami-Rapper durchgehen. So, wir kommen auf, natürlich, wenn du Fan bist von dem, sind es mehr. Aber wenn du dich in der Mitte, in die Mitte hinstellst und sie da alle kommst, dann kommst du auf 5, 6, vielleicht mal 8, 9 Nummern, die wirklich Hits sind. Bei Post Malone kommst du einfach auf über 20 Nummern, weil der einfach, der ist irgendwie in so einen scheiß Goldeimer gefallen und der kann das einfach. Ja. Und entsprechend klingt das, was er jetzt macht, noch einmal wie eine Schippe mehr obendrauf. Und ja, da sind ein paar Nummern, da ist es schon echt grenzwertig. Das ist wirklich NDR 2. Ja, irgendwie to the Best Times oder Circles ist halt NDR 2. Oh, so. Hätte er vielleicht ein anderes Auftaktsingle gehabt, dann wäre es für mich persönlich vielleicht anders gewesen, an dieses Album heranzugehen. Aber ich bin da schon mit der Grundstimmung ran, so, oh Mann, Posty, was tust du mir da an? Aber es ist halt einfach geil, wenn der Typ diese Single macht. Ey, das gefällt mir immer noch besser, wenn er das macht, als wenn es Ed Sheeran macht. Das sei mal das ist auf jeden Fall auch klar. Das habe ich auch gemerkt, als ich das Album noch hier und da gehört habe, wo ich dann so dachte, so, ach, eigentlich ganz nett, aber dann immer wieder dachte, aber nicht von dir, Mann. Das ist wunderbar. Nee, aber er liebt sowas auch. Ja, und ich finde, der hat einfach das drauf. Der weiß ganz genau, wie er diese Single macht, damit sie einfach jede scheiß Nummer. Ich habe jetzt im Kopf, die summen gerade Better Now vor mich hin, nur weil wir über Post Malone reden. Ja. So, das ist, es geht einfach nicht anders. Und dafür liebe ich den Typen einfach. Ich habe mir letztens so einen kleinen Wackelkopf, so eine Pop-Up-Figur von ihm bestellt. Oha, die will ich auch haben. Ja. Gib sie? Ja, ja. Okay, bestelle ich jetzt live nebenbei. Also, muss ich mal gucken. News. Dieser Hip-Hop-Journalist bestellt Post Malone, sich. Wackelkopf. Ja. Aber genau, was mache ich nebenbei? Und deswegen habe ich auch meinen Frieden damit, auch wenn ich selber weiß, dass das ein Tick too much ist. Das geht ein Tick zu weit drüber. So, ja, aber fuck it, Alter. Lieber von ihm als von irgendjemandem anderen. Und ich rede ganz oft von meinem, auch in diesem Zusammenhang immer von meinem Popschwein. Es sei in diesem Fall auch nochmal wieder erwähnt. Und dann lieber von ihm als von anderen. Dann lieber aus dem Post Malone Trog fressen. Ja, genau. Ich gucke mal, Post Malone, Pop Rocks. Ja, genau, die sind das. Geil. Kaufe ich mir jetzt hier. Sehr gut. Kaufe ich mir nebenbei. Konsum, Leute. So, wollen wir mal zu den News kommen oder was? Wir haben hier jetzt schon wieder, oh Gott, fast eine Dreiviertelstunde, Nico. Ah, ja. Schon fast eine ganze Podcast-Folge rum. Ja, vor allem kommt hier gleich, ich habe gleich noch einen Termin, da kommt gleich, in einer Viertelstunde ist er da. Wir müssen uns beeilen. Ja, also. Leg los. So wie ich den Besuch kenne, hätte er auch kein Problem damit, sich nochmal kurz hier hinzusetzen und mitzuquatschen. Ja, und so wie ich den Besuch kenne, kommt er eh nicht zu dem Zeitpunkt, wann wir uns verabredet haben. Ey, ich hab für so ein Fotoshooting mit ihm eine Verabredung gehabt und wir haben in einer Location haben wir einen Termin gehabt um 14 Uhr. Da stand der Inhaber der Location, da stand der Fotograf, da stand ich. Um 14.30 Uhr kam besagte Person angeschlendert. Mit einem Karton unterm Arm. So, jetzt könnt ihr nachdenken. Geht's um Falk Schacht oder Joey Bargeld? Ich hätte ihn beinahe geköpft. Und dann holt er dann, noch 2 Stunden später gekommen. Und dann holt er dann ein paar Starter-Sneaker raus. Whatever. So, gehen wir zum nächsten Thema. News. Wir gehen zu News. Ja, und da haben wir immer noch. Die Leute haben keinen Bock, uns Jingle zu schicken, ne? Wir haben immer noch den gleichen Jingle von Jonas. Ja. Oder wollen wir den einfach wieder abschaffen? Wir schaffen ihn wieder ab. Ihr wollt uns keinen Jingle schicken. Also. Wir spielen ihn jetzt nicht ab. Nee. Vielen Dank, Jonas hieß er, ne? Ja. Vielen Dank, Jonas, dafür. Aber ich will alle oder gar nicht. Und ich hätte gern so Vocal Cuts und so. Und solange mir die keiner liefert. Ciao. Ja gut, dann scheißen wir jetzt drauf. Ja, genau. Bushido, Nico. Ja. Kommt ein Album. Kommt ein Album. Und ich würde sagen, damit ist dann auch schon fast die Geschichte alles erstmal so ein bisschen erzählt, weil alles Weitere ist Spekulation. Über alles Weitere muss man mal abwarten, was passiert. Ich finde ja an der Stelle eine Sache ganz interessant. Damit kann man das Thema dann fast auch schon wieder so einpacken, weil wir wissen ja noch gar nichts. Wir wissen ein bisschen das, was gegenseitig passiert, wer mit wem was schreibt. Das kann jeder öffentlich nachlesen. Das ist auch alles okay. Wir wissen, dass es offensichtlich am 20.12. ein Album geben soll. Und alle anderen Informationen dazu sind öffentlich zugänglich. So, und aber im Moment ist so viel Spekulation drin, dass man erstmal abwarten muss, was überhaupt wirklich daraus entsteht und wie sich das am Ende anfühlt. Ob jetzt, also welche Rolle
ein Name wie Animus spielt, der irgendwo mit gefallen ist, wie das Verhältnis zu Flair sich... Der, glaube ich, gerade seine Social-Media-Profile lahmgelegt hat, da passiert auf jeden Fall gar nichts. Ja, krass. Ja. Welche Rolle ein Flair in diesem Zusammenhang spielen wird, inwiefern der Streit zwischen Bushido und Arafat und diese gerichtliche Auseinandersetzung, wie das passieren wird, was Manuelsen dazu macht. Also im Moment, und das muss ich jetzt auch mal, deswegen möchte ich das Thema hier gerne schon damit so zumachen, weil mir ist da zu viel. Jetzt schon zu viel Gossip und Co., ne? Genau. Und am Ende des Tages bin ich mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, wird Bushido ein Album rausbringen. Das Album wird hart. Wird wahrscheinlich auch viel angreifen. Es wird wahrscheinlich aber auch erfolgreich. Er hat, glaube ich, hat gestern oder so gepostet, dass die Boxen schon komplett ausverkauft sind und dass sie nachproduzieren müssen. Ja. Oder ja. CD ist komplett ausverkauft, irgendwie so. Und damit ist dann alles, was vorher 12 Monate passiert ist, und das ist vielleicht auch fast so ein bisschen... 24 sogar, glaube ich. Ja, ne? Aber was Deutschrap, ja. Was Deutschrap dann so jetzt gerade im aktuellen Stand ist, zeigt dann, dass es vielleicht auch gar nicht so relevant ist. So, ich finde, man sollte mal, ich glaube, Joshua hat dazu was geschrieben, ne? Joshua hat eine Kolumne darüber geschrieben, bevor CCM4 angekündigt worden ist, dass er sich sicher ist, dass Bushido zurückkommen wird und dass es wahrscheinlich alter MPC-Sound wird und so weiter. Das könnt ihr euch gerne bei uns durchlesen. Hat sehr viel Lob bekommen für diesen Artikel. Ich fand die Kolumne auch sehr schön. Und hat sich da mit einem möglichen theoretischen Bushido-Comeback beschäftigt. Und siehe da, 3 Wochen später, Nostradamus. Nostradamus, Joshua. Ist er da. Und ich glaube, man muss sich das auch mal vor Augen führen, nachdem viele Leute ja auch direkt von dem Ende der Karriere und der Vernichtung und sowas alles gesprochen haben. Das ist Quatsch. Ist Bushido damit, also steht viel zu fest mit zwei Beinen in der Deutschrap-Geschichte. Und alles andere, was auf Spielplätzen drumherum passiert ist, das wird sich klären, das wird sich vielleicht auch nicht klären, das wird auch noch weitere Wege gehen. Vollkommen losgelöst davon ist aber das Musikalische. Und da hat er bisher es eigentlich fast einmal geschafft, irgendwann wieder den Zeitgeist zu treffen und sich selbst wieder neu zu erfinden. Und ehrlich gesagt bin ich mir ziemlich sicher, dass er das auch dieses Mal wieder machen wird. Er findet sich ja gar nicht so krass neu, aber es wirkt trotzdem nie altbacken, was er macht. Er trifft den richtigen Moment. Das ist ein bisschen wie der Batter an der Plate, der Pitcher wirft den Ball und dann ist halt Bushido wieder dran und er trifft ihn halt genau richtig. Und er knüppelt das Ding über Stadiondach. Ja. Und ich gehe im Moment von meinem Bauchgefühl davon aus, ich hoffe ja fast sogar, ich finde diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, ich glaube, es ist fast unvermeidbar nach so einer langen Geschichte, die da bei Bushido und im Umfeld passiert war, dass dann auch so viel schmutzige Wäsche gewaschen wird. Ich bin da noch nie ein Freund von gewesen und ich mag das auch nicht und ich finde auch dieses Mal, es wird wahrscheinlich unvermeidbar sein und es wird dazugehören und so, aber ich bin eher auf das Musikalische am Ende gespannt, so, weil ich glaube, damit erklärt sich dann auch alles andere drumherum. Glaube ich auch. Ja. Ich finde ganz interessant, im Gegensatz wie, was nehmen wir denn? Oh, ich habe hier so 3-4 Sachen. Wie dann offensichtlich ein Haftbefehl-Album dann doch kommt. Ja. Das ja wohl zeitgleich auch irgendwann erscheinen wird. Wo ich auch noch nicht daran glaube, dass es wirklich passiert. Aber ich, sagen wir so, die Hinweise sind dieses Mal dichter als je zuvor. Ne? Ja, und man sieht zufriedene, halbwegs auf Fotos, sowie zumindest halbwegs zufriedene A&Rs grinsen. Wo man dann auch denkt, okay, so glücklich habt ihr zum Thema Haftbefehl in letzter Zeit nicht ausgesehen. Das sieht doch gut aus. Was erwartest du? Ich habe ja lange Zeit mich gefragt, als mich diese Gier nach einem Haftbefehl-Album umtrieben hat, die ist mittlerweile ein bisschen wieder abgeflacht, weil es kam einfach so lange nichts. Habe ich mich auch gefragt, was macht er jetzt? Und dann habe ich mir gestern Abend nochmal einfach alle Hörproben, die es so angeblich gibt, die so durchs Internet geistern, angehört. Und ich glaube, das könnte schon gut werden. Es gibt so einen Handy-Mitschnitt von einem angeblichen Intro, das Du Maroc mal veröffentlicht hat. Dann gab es ja diese Hörprobe zu Conan der Barbar, die Haftbefehl selber online gestellt hat, alles immer aus dem Auto gefilmt. Angeblich soll Manuelsen darauf gefeatured sein, weil Du Maroc, das war schon im Mai, zu demselben Track, das erkennt man dann am Beat, eine Hörprobe veröffentlicht hat von 4 Sekunden, aber Manuelsen war drauf verlinkt. Da wurde auch das Gucci Mane Feature
die Anzeichen haben sich verdichtet, dass es wirklich auf dem Haftbefehl-Album sein wird, weil sie ja irgendwie 2017, glaube ich, beim Splash-Festival in den Studios, die da immer im Backstage aufgebaut sind, gemeinsam da einen Song aufgenommen haben. Wie gesagt, ne, Stand Mai, wo Dümar Rook das gepostet hat, da war Gucci Mane auf jeden Fall scheinbar noch in der finalen Auswahl. Und das waren alles Sachen, die haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Da kann man dann auch gar nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt, weil man dann insgesamt eine Minute 30 oder so mit Handyqualität gehört hat. Aber wo war denn das jetzt letztens noch? Bei Sufjan oder war das bei Millionär? Irgendwo hat der Haftbefehl einen Part, der mir richtig gut gefallen hat. Sufjan. Ich glaube, das war der Sufjan, ja. Die fand ich richtig gut von Haftbefehl. Und wenn es in die Richtung geht, ey, habe ich Bock drauf. Und er selber ist ja scheinbar sehr zuversichtlich, dass es ein gutes Album wird. Auf jeden Fall kündigt er es großspurig an. Und ich lass es auf mich zukommen. Ich hoffe, er sagt nicht allzu viele Dinge, die mir dann nachher schwer im Magen liegen, dass mir das Album doch nicht so gut gefallen wird. Wird er 100%, bin ich mir ziemlich sicher, weil er das einfach ist und weil es auch zur Kunstfigur Haftbefehl oder dann zur realen Figur auch vielleicht dahinter gehört. Aber, und das könnte der interessante Faktor daran sein, es kann sein, dass er dann fast unbewusst, aber genauso wie dann offensichtlich im Plan ein Bushido, beide, also Bushido spricht öffentlich von dem Ende von La 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 und Le Le Le. Haftbefehl macht das ja subversiv auch immer so ein kleines bisschen und so. Und das wird ja definitiv kein allzu progressiver Sound werden, sondern es wird Haftbefehl-Sound werden, der sehr brachial ist. Brachial und, ja, wie nennt man das? Progressiv oder so? Es ist halt Haftbefehl. Das klingt halt auch wie nichts anderes. Ne? Genau. Und wenn der dann auch noch so kommt, um jetzt wieder zu Haftbefehl zu kommen, dann kann das soundtechnisch eine ganz interessante Entwicklung sein. So, also die beiden, das ist wieder zurück, weißt du? Mhm. So, dann ist man wieder da und dann wird von hinten wieder aufgeräumt. Dann weht hier jetzt ein anderer Wind. So. Ja. Was bedeutet eigentlich DWA? Keine Ahnung. Bestimmt schon jemand, müsste ich jetzt bestimmt wissen. Schreib's mir in die Kommis, Leute. Ja, gut. Pass mal auf, über Thema 3 will ich gleich nochmal reden. Ich nähe nochmal ganz kurz, eigentlich nur eine kurze Halbnotiz, aber weil wir über Größen reden, die nicht ganz den Zeitsound treffen, sondern ihr eigenes Ding machen. Mit kleine Notiz noch, Casper Materia und dem Unfall da bei dem Seaside Beach in Essen war das. Während des Konzerts dann eine der LED-Wände runtergefallen ist und Leute da wohl schwer verletzt wurden. 28 Stück ist auch eine ganz schöne Menge, ne? Ja, ich meine, stell dir mal vor, so ein riesen Ding knallt da drunter. Also das ist schon krass. Und es gab ein Unwetter. Ja, da, genau. Und da ist so eine LED-Wand aus dem vom Konzert ins Publikum gefallen. Ja, und beide haben dann einen Tag später reagiert und natürlich, also finde ich auch sehr gut und sinnvoll und scheinen auch, so wie ich die beiden kenne, auch mit Umfeld herum versuchen alles möglich zu machen, um diesen Menschen irgendwie diesen Unfall einfach, der da passiert ist, so gut wie möglich aufzufangen und zeitgleich dann aber auch für die Leute versuchen, irgendwie hinzubekommen, dass dieses Event vielleicht noch ein positives Ende nimmt, indem sie das Konzert nochmal neu machen wollen. Ja, es wurde dann ja nach einer halben Stunde abgebrochen. Ja, und das ist alles schon vollkommen nachvollziehbar und vollkommen tragisch und so. Und an dieser Stelle auch alle gute Genesungswünsche an die Betroffenen. Zeichnet die Jungs aus, weil wenn man ein bisschen weiß, worum es da geht, das ist auch schon, also das ist dann schon auch aus der eigenen Tasche nochmal dafür zu sorgen, dass man hier nochmal den Fans was Gutes tun will. So, das ist insofern eine schöne Reaktion. Ja, es gibt ja auch gar nicht so viel zu sagen, ne? Außer dass es passiert ist, was soll man da auch sonst zu sagen? Nee. Und deswegen, also ich finde es aber gut, deswegen wollte ich es mal ganz kurz gesagt haben, dass ich das gut finde, dass sie es machen. Stichwort Reaktion. Und ich könnte jetzt sehr emotional und sehr persönlich werden, aber die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen sind ein Politthema und wir sind ein Rap-Podcast. Insofern gehört es vordergründig eher in einen Polit-Podcast, ist aber in meinen Augen gesellschaftlich so wichtig, dass man es einfach mal hier auch thematisieren muss, weil natürlich auch Deutschrap sich dazu geäußert hat. Ich habe vor kurzem mit Trettmann ein längeres Interview geführt, wo wir auch generell über die Situation reden. Habe ich mir gestern angeguckt. Ja, die Politik-Situation in diesen Ländern, das müssen wir alles schon gemeinsam mal thematisieren, so was zur Hölle ist bei euch los?
wenn ich mitkriege, dass es in Brandenburg kleine Dörfer gibt mit 2000 Einwohnern, wo über 50% der Menschen AfD wählen. Ey, Jungs, ganz Mädels, also ganz ehrlich. So, das Problem ist, der erste Impuls kann sein, Sachsen und Brandenburg, alles Vollidioten, das ist Mauer hoch, das, Tür das zu. Das beliebte Ossi-Bashing. Ja, genau. Ja. Stimmt hier aber auch nicht ganz. So, nee, weil, das hat ja alles einen Ursprung. Ja, und der... Und der Westen, wenn ich mir Dortmund angucke oder so. Und das ist auch immer so ein Punkt, dass in der Regel auch schon Ballungszentren dann noch eine... Also Dortmund ist wieder ein anderes Beispiel, aber Ballungszentren in der Regel ja dann noch eine andere... politische Gemengelage haben, als es das breite Land hat. Und man hat nun mal in Ostdeutschland viel mehr breites Land. Und es ist leider dieses übliche Phänomen, das ich auch nie ganz verstehen, also nie ganz nachvollziehen kann. Oder andersrum, ich kann es nachvollziehen, aber nicht verstehen, dass da, wo am wenigsten Kontakt mit Ausländern ist, immer der größte Ärger darüber, über den Anführungsstriche Ausländer entsteht, das Unbekannte entsteht. Nur ich mache mir einfach schon ein kleines bisschen Sorgen darum, dass diese Signale, und wir drehen uns wahrscheinlich auch ein kleines bisschen in der Bubble, denn ich gehe davon aus, dass, ganz ehrlich, dass die große Anzahl der Leute, die diesen Podcast hören, ähnlicher Gesinnung haben und verstehen, dass es nicht um Herkunft und nicht, dass die Probleme, die es auch in dem Land gibt und die Probleme, die vielleicht auch gesellschaftlich, die vielleicht auch ganz persönlich betreffen, dass die nicht damit geklärt werden, dass du versuchst, Grenzen zu bauen, dass du versuchst, Leute auszugrenzen, dass du versuchst, irgendwie Leute zu bekriegen oder sie zu jagen oder sie zu bekämpfen. Nein, das sind alles nicht die Lösungen, womit du deine Probleme lösen kannst. Und wenn du der Meinung bist, dass das Wählen einer Partei, die offenkundig nicht demokratische Werte verfolgt, deine Lösung dafür ist, dann sind es halt einfach zwei Welten. Und dann habe ich auch kein Problem damit, wenn du jetzt hier aussteigst und sagst, okay, dann ist das nicht mehr mein Podcast, aber dann hast du auch nichts mit Hip-Hop zu tun. Denn die Wurzel von Hip-Hop hat nichts damit zu tun, was eventuell in den Gedanken, Köpfen von Menschen entstehen kann, die diese Partei wählen. Punkt. Und ich finde es schlimm, ey, es macht mich wirklich ein bisschen fassungslos. Ich finde es gut, dass es Leute gibt, die sich dazu äußern. So. Und ich bin gespannt, da muss immer mehr passieren. So. Da muss immer viel, viel mehr passieren. Aber es wird. Es war... Auch, da war ich im Urlaub, als ich dann die Ergebnisse gesehen habe und so, und da sitzt du da und fragst dich, okay, zweitstärkste Kraft, muss ich das jetzt schon fast traurigerweise als einen Erfolg verbuchen, dass sie nicht gewonnen haben? Ja. So, ne? Und allein der Gedanke, dass ich darüber nachdenken muss, ob das jetzt Erfolg war, ist schon so traurig und bezeichnend für die Lage, die wir aktuell haben in diesem Land, wo wir wieder hindriften, wo wir hindriften könnten. Und weißt du, dass wir übrigens da an dem Punkt sind, was ich am Anfang gesagt habe, dass mir zu viele Ausrufezeichen entstehen und zu wenig Fragezeichen benutzt werden, weil darum geht es. Es geht mir jetzt auch nicht darum, Leute per se von vornherein in eine Ecke stellen zu wollen oder so. Denkt, ich appelliere nur. Besser. Nee, genau. Denkt nur mal ein bisschen nach. Stellt euch mal mehr Fragen, als immer nur Aussagen zu tätigen. Nicht unter Facebook-Posts euch gegenseitig bekriegen und angreifen und versuchen, deine Meinung auf Gedeih und Verderb zu vertreten, weil die anderen sind ja fehlgeleitet oder gleichgeschaltet oder Lügenpresse oder was auch immer. Es geht einfach ein bisschen um gesunden Menschenverstand und ein bisschen um Geschichtsverständnis. Und im Paket einfach ein bisschen mehr nachdenken und Fragen stellen. Dann kann man es vielleicht im Dialog schaffen, dass man sich gegenseitig auch wieder auf die gerade Bahn bringt. So. Und es gibt ein großes Parteienspektrum, das dir bestimmt irgendwo eine Möglichkeit gibt, dass du demokratisch deine Gedanken und auch deine Wünsche und Ziele erfüllen kannst oder zumindest Vertreter dafür findest. Leute, die per se sagen, dass andere schlecht sind. Oder zumindest sind Parteien, die näher dran sind als andere. Ja, genau. Schwierig. Ich finde es ganz gut, Desaster, Kummer, logischerweise Jussi Gay, Trettmann sowieso. Savasch erster Linie. Auch vielleicht am deutlichsten sogar. Falk Schacht, alle haben sich super dazu geäußert. Aber muss halt noch mehr passieren. Ich wollte gerade sagen, das ist so wenig leider, was wir hier an Reaktionen von deutschen Rappern zu den Wahlen gesammelt haben. Und es geht jetzt nicht nur um Sachsen und Brandenburg, sondern generell zu Wahlen und so weiter. Ne? Also ich weiß, dass Nura sich zum Beispiel regelmäßig äußert, auch andere Rapper und Rapperinnen natürlich, aber ich möchte von niemandem, dass er seine Kunst ändert und dass er Inhalte seiner Kunst ändert, aber man ist nun mal ein Sprachrohr und hat Möglichkeiten, Dinge zu sagen. Also sollte man es auch tun. Ich möchte ganz einfach, dass wir in den Dialog treten. Das würde ich mir wünschen. Ja, lass uns das versuchen hinzukriegen. Und nicht gegenseitig
versuchen zu erzählen, dass man recht hat und der andere nicht. Deswegen stelle ich gerne Fragen. Apropos Dialog. Hm? Würdest du gerne mal mit Juri Sternburg über seine Sicht über die deutsche Rap-Szene sprechen? Er hat sich ja sehr gut dazu geäußert oder sehr intensiv dazu geäußert. Ich würde viel lieber gerne mal Bass mit Juri Sternburg über deren Sichtweisen über Deutschrap reden lassen. Ich weiß nicht, ob Juri das möchte. Ja, das kann ich mir, weiß ich auch nicht so genau. Juri Sternberg hat ja auf jeden Fall einen offenen Brief geschrieben, dass er mit Deutschrap nicht mehr ganz eins ist und in den offenen Dialog quasi getreten ist. ich glaube am Ende mit dem Zitat, aktuelle Deutschrap-Szene muss sterben, damit wir leben können. Und ich kann schon ziemlich viel von dem, was er da sagt, auch durchaus nachvollziehen. Ich auch. Ich versuche es immer und habe es bisher auch immer hingekriegt, dass ich mich ein bisschen weiter von Dingen auch innerhalb der Szene entfernen kann, um besser auch von außen drauf zu gucken. Gilt übrigens auch für politische Bilder, genauso wie hier für kulturelle. Es hilft dir immer. Geh mal raus aus der Rolle, stell dich mal woanders hin. Denk mal nicht nur drüber nach, was du selber denkst und was du selber siehst. Geh mal zwei Schritte nach rechts, guck dir mal an, wie wirkst du im Kontext, was denken die anderen, warum denken die so. Wenn du das alles machst, dann kriegst du ein Gesamtbild. Und Punkte, die er da anschreibt oder anspricht, sind alle richtig. Wahrscheinlich. So. Ja. Da kann man. Und ich würde da auch jetzt erstmal keinem widersprechen. Nö, glaube ich auch nicht. Ich weiß aber nicht, ob die aktuelle deutsche Szene sterben muss. Das weiß ich auch nicht. Weil das ist dann auch wieder sehr plakativ. Ich glaube, es ist wie alles in dieser Szene. Es ist einfach in einer gewissen Bewegung. Und es gibt krasse Parallelwelten. Und wir werden auch noch in drei Jahren wahrscheinlich Diskussionen darüber führen, ob ein Künstler zu inhaltsleere Texte führt, der damit dann Platinplatten gewinnt. Aber ob es ist sich vollkommen politischer egal. Äußern sollte, ob er ja sich für gewisse Taten oder Anschuldigungen äußern sollte, solche Sachen. Ja. Ich glaube, wenn du dir anguckst, wie groß Deutschrap geworden ist und wie groß Deutschrap war und wie es sich in dieser Zwischenzeit entwickeln hat und die besagte Szene, von der er spricht, das ist ja auch noch was Subjektives. Was ist denn seine Szene? Mhm. Was gehört da rein und was gehört da raus? Gehört in seine Szene ein Slowy und 12 Wins? Gehört in seine Szene ein B-Bass? Nee, glaube ich eher nicht, aber Juri ist ja auch guter alter Berliner. Genau, darauf will ich halt hinaus. Ja, so, das ist ganz viele Parallelwelten. Und natürlich kann das sein, dass sich dann Deutschrap an der Stelle noch ein bisschen anders anfühlt. Aber es gibt überall genügend Zellen und Räume in Deutschrap und damit auch in Hip-Hop, in denen du dich ausleben kannst und wo du vielleicht auch deine eigenen Werte wiederfinden kannst. Und deswegen ist mein Eingangsspruch von vorhin, kann ich halt trotzdem Luciano hören oder auch mögen oder mich mit Künstlern in dieser Form beschäftigen und kann trotzdem immer wieder zurück in die Welt gehen, in der es mir wichtig ist, klassische Werte und mein Wertebild aus Hip-Hop heraus ein bisschen auch zu beschützen. Bisschen wie beim Fußball, ne? Ich kann mir immer noch Altona angucken, aber ich gucke auch ganz gerne den BVB. Ja, genau. Ich guck gerade Inside BVB. Sehr dünn leider. So dünn leider. Ja. Ich als alter Borussia bin da auch sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ist halt viel mehr für den großen Markt gemacht als. Ja, aber fandst du die von. Es gibt es ja auch über City? Ja, das ist was anderes. Fandst du das auch so dünn? Nee. Überhaupt nicht. Nee, und das ist auch eine andere Produktionsfirma. Ja, das ist es nämlich. Der Herr Pause hat das nämlich gemacht, der schon häufiger auch BVB-Dokus gemacht hat, glaube ich. Ja. Und die waren bislang immer so dem Verein sehr freundlich gestimmt, sage ich mal. Ja, ja. Das ist nämlich nicht nur ein Deutschrap-Thema hier von wegen, was er mal erzählt. Das ist ein generelles Medienproblem. Das ist ein generelles Medienthema, würde ich sagen. Haben wir noch einen zum Schluss? Ich würde ganz gerne nochmal zwei Themen im Schnelldurchlauf machen. Okay. Eins ist einfach nur eine Empfehlung meinerseits, und zwar das Interview von MC Smoke auf allgood.de und auch seine Playlist namens Frauen raus aus Clubs. Und in dieser Playlist hat alle Songs gesammelt, Deutschrap-Songs, die in denen darüber gesprochen wird, dass Frauen nichts in Clubs zu suchen haben. Auch generell nach 8 Uhr abends auf der Straße nicht mehr, überspitzt gesagt. Und ich würde mal sagen, das ist eine ironische Playlist, wo er all das gesammelt hat. Und er hat auf Allgood ein Interview dazu gegeben, warum er das gemacht hat, warum es diese Playlist für ihn brauchte und was ihm dabei aufgefallen ist. Auch wo er Sachen besonders grenzwertig fand, was Rapper gesagt haben und was er, ich weiß gar nicht, ob er darüber gesprochen hat, was er davon hält, dass genau diese Songs auch in sehr großen Playlisten stattfinden und dementsprechend von Streaming-Anbietern sehr viele Klicks quasi einfach frei Haus bekommen. Mhm.
Aber ja, guckt euch das einfach an. An dieser Stelle Grüße an MC Smoke und auch All Good. Ja, genau. Und das andere ist, der Messias ist auf dem Weg, ne? Genau, ich weiß nicht, also bei Kanye weiß man ja einfach, dass so eine Quartalsstimmung, in was für Extreme er sich, glaube ich, entwickelt. Und jetzt ist er gerade wieder vollkommen christlich unterwegs. Trump zur Seite, hallo Gott, hallo Jesus. Jetzt geht's hier weiter. Und ich habe mir gestern auch nochmal neue Sunday Services angeguckt. Und wenn er dann da steht mit 100 Leuten, alle in komplett weißen Leinenkleidern gekleidet und Gospelchören und Co., das ist schon verrückt. Aber es gibt so ein paar geleakte Sunday Service Auftritte und Sessions. Und ich habe ehrlich gesagt richtig doll Bock aufs Album. Ich glaube, das wird geil. Das wird, glaube ich, ein Evergreen. Ey, aber es ist immer noch der Typ, der Make America Great Again Kappen trägt und schon durch sehr viele Aussagen echt es schwierig macht. Sag ich mal so. Ich habe diese... Das ist halt immer so das Ding, ne? Ich habe die Travis Scott-Doku mir angeguckt auf Spotify. Ja, die mir leider ein bisschen zu liebloses Aneinandergeklatsche von Bildern ist, da drin aber sehr geile Emotionen hat. Geile Bilder, super flache Story. Ja, daran, ne? Genau. Aber da gibt es diese eine geile Szene, wo sich Kanye West und Travis zum Dialog dieser treffen. Dieser Kindergeburtstag. Was zum Geier. Und ich habe mir gerade, muss man die Szene, also eigentlich kannst du das ganze Ding angucken, das sollte man schon mal machen, finde ich ganz gut, aber ja. Vor allem die Szene beschreibt so vieles, so geil, wenn du wie die beiden siehst, diese beiden das Superstars. Das ist ja einfach sein scheiß Schwager. Ja, genau, es ist die zwei Schwäger treffen sich und unterhalten sich so ein kleines bisschen. Erstmal ein Dialog, das ist Travis Scott und das ist Kanye West. Und dann, man weiß ja auch, dass Travis Scott auch nicht alle Latten im Zaun hat, sondern auch ein kreativer Motherfucker ist und dementsprechend auch ein bisschen durchgedreht. Und dann trifft der auf einen Typen, der noch krasser ist, der in einem schneeweißen, was ist es, keine Ahnung, irgendein Elektroauto oder so. Ja, die unterhalten sich über diese Farbe. Nee, sie unterhalten sich nicht über die Farbe, sie unterhalten sich über was anderes. Das hat man schwenkt Kanye West zur Farbe. Mein Auto ist weiß und es müsste viel schmutziger sein. Und irgendwie so, und dann steigt er ein und fährt weg. Und Travis Scott steht da schon, ja, schon Freak. Ja. Ich fand die Szene so geil, weil sie gezeigt hat, okay, der eine ist schon krass crazy und der andere ist einfach nochmal 4 Level darüber. Ja, und guckt euch bitte diesen Kindergeburtstag an, ja, wie der schon, ja. Aussieht. Also es ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar. Aber ja, da hatte ich auch sehr viel Spaß bei der Szene. Wann kommt das Album jetzt eigentlich? Von Kanye? Mhm. Oh Gott. Steht hier irgendwo was? Er hat letztens eine Tracklist veröffentlicht, auf jeden Fall. Mhm. Kim Kardashian hat das veröffentlicht. Boah, ich habe keinen... Weiß ich gar nicht gerade. Guck mal nach, ich weiß auch nicht, ob es hier irgendwo... Nee, da... Guck mal, hier steht hier gar nicht drin in der Recherche. Aber auf kanyewest.com müsste das eigentlich alles stehen. Kannst ja, aber hier, mal kurz nachgucken. Hier, ich bin gerade schon nebenbei, aber hier vom Datum her passt das auch nicht. Also danach soll es jetzt ja eigentlich jetzt sein. So. Weißt du übrigens, um mal nochmal zu verdeutlichen, wie sehr er auf diesem Christenfilm gerade ist, ne? Also, es ist 27. alles 9. ne? Ja. Ja, es ist alles extrem gospellastig, was bis jetzt rausgekommen ist. Und diese Sunday Services, die ja schon seit Monaten durch die Gegend geistern, sprechen ja auch dafür, dass es kirchlich klingen wird. Er teilt auf einmal wieder Bibelverse auf Twitter, auf dem Bild, wo die Tracklist veröffentlicht worden ist, ist eine offene Bibel zu sehen. Dann, wenn man sich die Tracklist durchliest, da sind so Tracks drauf, die heißen God Is oder Sweet Jesus, Sunday, Through the Valley. Water. Ja, und Water wurde zum ersten Mal am Ostersonntag diesen Jahres gespielt beim Coachella. Also das ist schon mal wieder ein bisschen crazy. Ja. Aber wenn man auch, guck mal, ne, im April, das ist vor fast einem halben Jahr gewesen, da haben wir noch über ganz andere Sachen bei Kanye, glaube ich, gesprochen und nicht darüber, dass jetzt alles wieder christlich und gospellastig und so weiter wird. Der Typ, der verfolgt schon immer einen langfristigen Plan. Da weiß er, das ist wie bei den letzten Alben ja auch bei Jesus und Co. Man weiß nie genau, was verfolgt er eigentlich wirklich, was sind von ihm Störfeuer, was ist einfach wirklich reeller Wahnsinn bei ihm. Es ist ein riesiges Kuddelmuddel und das macht ihn so interessant und schwierig. Abwarten. Ich bin gespannt.
Ich kann, also viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen, weil ich finde schon sehr viel sehr schwierig. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch, wie viel krass großartige Kunst der Typ in seiner Geschichte schon gemacht hat. Nur man weiß auch, dass das den Künstler oft auffrisst und er ist ein großer Kandidat dafür. Deswegen mal gucken, wo es sich hin bewegt. So, ich hör's dann, wenn es soweit ist. Ja, Ende des Monats, war? Ja, abwarten. Das wurde ja schon letztes Jahr angekündigt, insofern. Ja, das stimmt. Ja, wollen wir zu den Hausaufgaben kommen? Lass uns zu den Hausaufgaben kommen. Ich war ja letztes Mal nicht so der große Fan von deinem neuen Vorschlag, die Hausaufgaben ein bisschen anders zu gestalten. Hab übrigens sehr viel Feedback darauf gekriegt, dass du keine Ahnung hast und dass das eine großartige Idee ist. Ich habe auch sehr viel Feedback bekommen, dass du keine Ahnung hast und dass es keine großartige Idee ist. Ihr Schweine. Wer hat es gesagt? Meldet euch. Aber ich bin in der Zwischenzeit, habe ich ein paar Mal drüber nachgedacht, dachte, ach doch, das kann man eigentlich so machen. Na, bist jetzt doch Team, ne? Ich bin zumindest nicht Anti. Ja. Meine Hausaufgabe für dich war Moneyboy, dreh den Swag auf. Ich erkläre kurz noch warum. Es geht darum, dass wir nicht wie in der Vergangenheit Songs nehmen sollen aus beiden Welten, um sie zu erzählen, um dann die Gegenüber sagt, ja, gefällt mir nicht, Geschichte beendet, sondern wir wollen, und damit vielleicht auch ein kleines bisschen Hinblick auf die Playlist, die wir dazu schaffen wollen einfach dann doch, oder das war der Impuls dahinter, Songs schaffen, die so ein bisschen Hintergrund haben, über die auch jeder vielleicht eine Meinung haben kann, die wir dann in diesem Zusammenhang auch ein bisschen einordnen und irgendwie ihm nochmal einen Geschichtspunkt dazugeben, wenn man heute drauf blickt, was dieser Song damals ausgelöst hat. Und in diesem Zusammenhang habe ich dir Moneyboy mit Dreh den Zwerg aufgegeben. Oh mein Gott, ich bin so am Block. Ja, habe ich mir gestern mal wieder gegeben. Erstmal vielleicht ein paar Key Facts zu Moneyboy oder zu Dreh den Spike auf. Ist am 6. Oktober 2010 veröffentlicht worden. Wurde aus, ich weiß gar nicht aus was für Gründen, 2015 von YouTube gelöscht. Hatte bis dato 22 Millionen Aufrufe. Davon 250.000 Dislikes, das muss man sich erstmal vorstellen, wie viel das ist. Und man hört schon am Namen, stark inspiriert von Soldier Boys' Turn Your Swag On, der ja auch stark belächelt wurde, als er in die amerikanische Szene platzte. Und das ist schon, ich muss sagen, als ich es mir gestern angeguckt habe, und das ist wirklich das erste Mal seit bestimmt 5 Jahren, dass ich mir das angeguckt habe. Es kam mir viel vertrauter vor als damals. Und es ging mir auch viel besser ins Ohr als damals. Und ich glaube, es liegt an sehr vielen Dingen. A, ist die Sprache sehr, sehr, sehr viel präsenter. Dieses Mixen zwischen Deutschen und Englischen. Ne? Also früher wurde sich darüber lustig gemacht, dass er den Satzbau so gestaltet hat, als wäre es irgendwie ein englischer Satz, aber dann war er doch halb deutsch und so. Und jetzt ist es ganz normal, dass Crow zum Beispiel Deutsch und Englisch in seinen Songs mischt. Und es ist ja noch mal heftiger, zu großen Teilen wegen Moneyboy, in unsere Sprache eingeflossen, vor allem in die Jugendsprache, dass wir halt Begriffe wie Swag, Sheesh, sonst was, I'm Heaven, oder so, oder ich niede, ich habe ja vorhin, glaube ich, auch, das rutscht mir auch hier und da mal durch, ich glaube, ich habe vorhin irgendwie relaten oder so gesagt, dass klar hat das auch mit Dingen zu tun wie, keine Ahnung, Originalserien auf Netflix glotzen oder so, aber, und generell Globalisierung und Digitalisierung. Ich habe gestern Red Zone NFL geguckt und der Kommentator hat so viel geile Wortspiele benutzt, die alle so geil im Deutschen funktionieren würden, dass ich mich selber dabei ertappt habe, wie ich die Hälfte davon quasi schon so adaptiert hätte, was wiederum sehr peinlich geworden wäre und so. Aber das ist, ich glaube, das ist ganz automatisch. Er hat es einfach voll auf die Spitze getrieben. Ne? Aber genau, aber der hat einfach krass, ich will nicht sagen, er war seiner Zeit voraus, aber das hat schon alle Spuren hinterlassen. Also er hat das nicht, es gibt ja nicht nur diesen Song, er hat das dann auch weitergeführt, ne? Und das eigentlich Beeindruckende ist, dass er dann mit dem, was er dann irgendwie geschaffen hat, also er hat ja dann auch wirklich eine Fanbase um sich geschaffen. Es gibt ja die Swag Mob Facebook-Gruppe, in der sehr, sehr viel los war und die hat halt Künstler hervorgebracht wie El Guni, Juicy Gay oder Haiti. So Craig Eatonuts könnte, glaube ich, auch nicht stattfinden, wenn es diesen Sound damals nicht gegeben hätte. Und
die sind dann alle aus Money Boys Schatten langsam entwachsen und die waren ja auch teilweise so wie Haiti, Juicy oder auch Goonie, die haben ja auch Mucke mit Money Boy gemacht, ne? Und das nicht unerfolgreich. Und dass er diesen Künstlern dann den Weg geebnet haben, hat, die allesamt sehr etabliert sind, Goonie beim Soundclash gespielt und immer noch sehr erfolgreiche Konzerte spielt. Es wird spannend zu sehen, was er jetzt noch demnächst machen wird. Haiti, die ziemlich angekommen ist, würde ich behaupten, aber sich auch noch hier und da beweisen muss natürlich. Aber das sind schon alles Künstler, die es ohne ihn nicht gegeben hätte. Und das ist schon beeindruckend, finde ich. Wie nimmst du wahr, dass er in den Jahren auch immer belächelt wurde und überall auch ein bisschen durch den Kakao gezogen wurde? Ey, wenn du dich in ein Interview setzt und sagst, ich nehme auf Partys gerne Heroin, weil es Bock macht, dann musst du damit rechnen, belächelt zu werden, oder nicht? Also er ist sich, glaube ich, auch sehr bewusst darüber, wie er wirkt und macht das auch gerne mal absichtlich. Der hat ja auch Kommunikationswissenschaften studiert in Österreich. Er weiß ganz genau, welche Knöpfe er da drückt. Wobei ich aber auch glaube, das kommt dazu, dass er den Film, den er aus den Staaten übernimmt, auch einfach sehr gern wirklich lebt. Ja, definitiv. Ich glaube, diese tatsächlich intensive, dieses intensive Überstülpen eines amerikanischen Gesamtbildes über einen großen, schlagsigen Österreicher hatte eine gewisse Grundironie. Ja, und dann ist er auch immer am Ballen. Er hat ja auch, glaube ich, in der zweiten Liga in Österreich Basketball gespielt und so. Die so im Gesamtpaket zu dem Zeitpunkt, wir reden ja von 2010, auf jeden Fall sich befremdlich angefühlt hat. Das ist fast 10 Jahre her, ne? Und heute, ja, wenn man mal ehrlich ist, eigentlich gang und gäbe ist. Ja. Entschuldigung, ich muss gerade aufstoßen. Gang und gäbe ist. Und damit viel mehr Vorreiterpositionen hat, als wir es wahrscheinlich uns selber eingestehen wollen würden. Oder wollten. Wollten, genau. Ich bin trotzdem nicht, also musikalisch, es gibt vielleicht wirklich ein oder zwei Songs, die ich ganz amüsant finde. Musikalisch finde ich das alles nicht, hat mich alles nicht gecatcht, finde das alles nicht gut. Ich traue dem Typen bis heute nicht. Ich warte immer noch auf den Moment, wo der Film oder die Biografie oder das Buch veröffentlicht wird. Die Truman Show. Wie ich Deutschrap 10 Jahre verarscht habe. An der Nase lang fühlte. Ja, genau. Irgendwie sowas. Dann auch noch nach Trends gesetzt und so. Ja, ja. Aber der Song ist schon wie gemacht dafür. Aber es ist wirklich, man hört sich das, hört euch das nochmal an, es wirkt alles extrem billig so, ne? Also wie das aufgenommen ist, da gab es auch noch kein Autotune auf der Aufnahme, so er singt einfach schief drüber, aber trotzdem die Flows und so, das wirkt jetzt vertrauter, weil man es einfach jetzt seit 10 Jahren kennt und andere Künstler das halt weiter fortgeführt haben. Zwar natürlich auch weitergeführt haben und was Besseres draus gemacht haben, sage ich jetzt einfach mal frech und salopp, aber es ist vertrauter. Hört ihn euch an. So, Nico. Was habe ich von dir gekriegt? Die Abrechnung von meinem guten Freund Echo Fresh. Echo Freezy, Ekrem Bora. Der Song ist dir ja noch bewusst, oder? Ey, MTV TRL-Jünger seit der ersten Stunde gewesen. Ja, ganz interessant daran finde ich, dass er auf der Juice-CD Weihnachten quasi veröffentlicht wurde. Das heißt, die Juice ist quasi mitverantwortlich dafür, dass, ich würde sagen, der zweite bis dritte richtig, richtig große Deutschrap-Beef entstanden ist. Die ersten waren so Azad Sammy und Sido Azad, würde ich sagen. Sellout Sammy. Ja, genau, da ging es richtig zur Sache schon. Und hier. War doch auch auf der Juice-CD, ne? Ja, genau. Und hier hat. Sellout Sammy ist ja der Song von Sammy. Ja, stimmt. Der war nicht auf der Sammy the Bitch war auf Genau. Und deswegen hat Sammy ja auch dann... Sammy the Bitch, ja gut. Ja. Ach, was war auch immer. Gefährliches Halbwissen gerade, bevor wir da was durcheinander bringen. Wir sind bei Echo und die Abrechnung. Der junge Echo Fresh nach seiner Zusammenarbeit mit Kool Savas und seinem offensichtlich sehr intensiven Drang danach, Popstar zu werden und in den Erfolg leuchten, zu folgen, wie ein
wie heißen diese scheiß Viecher, wie eine Motte dem Licht entgegen, wie eine Motte dem Licht entgegen geflogen ist und sich dabei wohl, muss man auch schon sagen, rückblickend karrieretechnisch die Flügel ganz schön verbrannt hat, hatte, nachdem es viele Sticheleien gegen ihn gegeben hat, mit diesem Song versucht, einmal allen zu zeigen, dass er Rücken hat, dass er stark ist, dass er ein Team hat. Das Video müsst ihr euch unbedingt angucken. Wer da alles drin ist, wer, ne? Ich hab sogar Chanel entdeckt. Chanel ist da, Manuelsen ist da, Summer Jam ist da, Cupcakes ist da. Also alle stehen sie da, alle geben sie im Rücken, alle formieren sich. Und es ist ja nicht nur ein Angriff auf Coup Savage, der erste Teil des Coup Savage, da sind auch so Sachen drin, der legt sich halt mit jedem, allem und jedem an. Und das muss man mal sagen. Echo Fresh sieht da wirklich aus wie ein kleiner Junge, was er ist, ein kleiner Junge. Das habe ich mir gerade auch nochmal angeguckt und dachte so, Alter. Und, ich meine, ich bin damals ja auch jünger und ich war näher dran und es hat sich nicht nach so Milchbubi angefühlt wie das, was ich mir heute angeguckt habe, wo ich gedacht habe, Junge, in dem Alter mit auch der Figur und so und deiner Art legst du dich halt einfach mal mit Bushido. Flair und Bushido und die Line über Bushido, ne? Alter Schwede, so holla die Waldfee. Ich glaube, im Nachhinein hat er, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, dass er ganz gut war, dass er da recht lümpelig bei rausgekommen ist. Mhm. Wo er halt richtig kassiert hat, ist dann im Nachgang von Coup Savage. Das muss man einfach sagen. Ja, das ist vielleicht der, das war vielleicht der einschneidendste Diss-Track der Deutschrap-Geschichte. Es gibt ja viele Leute, auch vielleicht andere Generationen, die dann so Sachen von Shindy und so, ne, Leben und Todes, Kenneth Glöckler oder so, als legendärste Diss-Track, Bruder. Genau, oder ein Bushido-Song oder so. Ja. Für mich persönlich, muss ich sagen, ist das Ding von Coup Savage gegen Echo Fresh, ich habe mir den hier auch nochmal, das ist in der Machart auch die Rapper, weil er einfach ein krasser Rapper ist, wie er da performt und du hörst in jeder Zeile, wie der Typ Eminem-mäßig so stinksauer ist und versucht den anderen auch Tick übertrieben aufgrund von die Abrechnung das Urteil dahinter zu filetieren. Aber das hat Echo halt mit die Abrechnung ausgelöst. So. Und auch die geilste Diarrhee, ja. Und ja, aber auch er hat geile Sachen da drin. So. Also das sind schon so wie er Flair sich vornimmt oder wie er auch Sido so einen kleinen verteilt und so. Ich finde es auch stark, weil Echo war ja damals schon sehr auf seinem Tupac-Film und liebte ja die Westside und alles, was an der West Coast kam. Und er zitiert Tupac, wenn er sich an Kaputt richtet. Und Kaputt war ja auch ein großer Tupac-Fan, deswegen ja auch Kaputt, Tupac rückwärts. Ja. Remember when I let you sleep on my couch dabei aber auch auf sein Airbrush Tupac-Sweatshirt zeigt in dem Video. Ich bin der wahre Tupac-Fan hier von uns beiden. Hey, das ganz ehrlich, also schöne Grüße an Echo. Das Ding hat ihn, glaube ich, schon ein paar Jahre seiner Karriere gekostet, das muss man ehrlich sagen. Der musste viel wieder aufräumen, glaube ich. Aber ihm das so bewusst gewesen ist, weil der wurde mit Urteil schon ganz schön niedergestreckt. Ich kann mich auch daran erinnern, Splash 2005, Nas Headliner vom Splash abgesagt, Coup Savage im strömenden Regen vor 20.000 Menschen wird Headliner. Und alle wollten diesen Song hören. Alle wollen und er spielt diesen Song in so einem dunklen, strömenden Regen und alle rappen ihn mit. So, das war schon krasse Vernichtung. So, das, was er vorher quasi mit MC René erlebt hat, auf der anderen Seite ist ihm da widerfahren, umso beeindruckender. Und Echo und das, was er karrieretechnisch macht, das ist genau Echo und das ist sein Weg und den hat er für sich auch gefunden, aber umso beeindruckender, wie der sich wieder rausgekämpft hat aus dem Ganzen. Weil eigentlich war das 2006, 2007, 2008 war das vorbei. Er war ja auch, er war auch eine ganze Zeit lang unten durch. Ich erinnere mich dann, also dass das so ausgelöst wurde, ne, durch so eine Fehde, dass sich Fanmassen so gegen ihn auch teilweise gestellt haben. Ich erinnere mich, dass er dann mal dieser Flaschenwurf, weißt du, dass er die dann auch abbekommen hat und so weiter, weil Leute so erzürnt darüber waren. Ja. Das ist schon verrückt. Und zu Savage nochmal, hat das ja auch damals bei TRL so auf die Spitze getrieben, dass er sich dann für damalige deutsche Verhältnisse schon was Besonderes, ein Shoutout von dem damals noch mal viel riesigeren 50 Cent gesammelt hat, der ihn dann halt einen Shoutout für das Urteil gegeben hat. So. Stimmt. Den hat er dann das erste Mal, als das Urteil das erste Mal live performt wurde, im Fernsehen bei MTV TRL als Nummer 1 natürlich, kam dann auf einmal so, hey, hier ist 50 Cent. So, und Shoutouts an Coup Savage, wir zerstören den German Dream. Destroy the German Dream.
G-Unit. Genau. Ja, das war krass. Ich saß da als, wann war das? 2005? 14-Jähriger und war so, fuck, 50 Cent. Also mit beiden verbindet mich ja auch viele, viele Jahre Zusammenarbeit und mit beiden hatte ich auch sehr viele gute Gespräche und habe sehr viele spannende Sachen erlebt. Insofern behalte ich auch da immer so an der Stelle meinen Punkt in der Mitte. Was diese Situation angeht, muss aber schon sagen, als Ringrichter Punktsieg, klarer Punktsieg, wahrscheinlich sogar mit technischem K.O. für Savage. Mhm. Trotzdem schön und gut zu sehen, dass beide heute immer noch dabei sind und ihre Sachen so authentisch machen. Drake hat das mal gesagt, da ging es um seine Diss-Tracks an Meek Mill. Ey, du kannst einen Diss-Track machen oder du machst einen Track, der im Club läuft, der aber auch jemanden disst. So, und wenn du schaffst, dass dein Diss-Track ein Hit wird, dann tut's doppelt und dreifach weh. Kiki, do you love me? I'm riding. Das wird auch interessant übrigens, weil Drake hat auch ein Album für im November angekündigt. Ja. Ich glaube, Kanye wird weitestgehend friedlich sein auf seiner Gospel-Platte, falls sie überhaupt rauskommt, aber Drizzy, ja, der wird, glaube ich, ich guck mal, also mal schauen, ob der was über Kanye sagen wird. Ja, mal gucken. Naja, hier. Feierabend. Hausaufgaben. Ich gebe dir noch einen mit. Bon Voyage von Deichkind. Krass. Kennt ihr das? Soll ich singen? Ihr kennt alle den Song, kennt ihr gar nicht, aber ihr kennt die Hook. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Ich bitte drum. Nina MC, nee, singe ich jetzt nicht. Okay. Diana, kannst du die Hook von Bon Voyage singen? Okay, macht sie nicht. Dann müsst ihr das jetzt gedanklich vorsummen. Von mir kriegst du, und das liegt eigentlich nur daran, weil heute, wir nehmen am 9. September auf, heute dreijähriger Geburtstag ist, Kokaina, Miami Yassin. Genau. Auch einfach ein Brett. Und schon ist Falk Schachter. Bruder, get a Faust. Der Grund, warum wir jetzt aufhören. Das war's mit dem Backspin Stammtisch. Danke, Kevin. Gerne doch. So, Falk, wir reden. Bis bald. Tut mir leid, dass ich euch alles kaputt mache. Nee, ist nicht schlimm. Du machst gar nichts kaputt. Wir sind am Ende. Aber schön, dass du da bist. Bis bald hier bei Backspin. Ciao.